Guten Tag. Kennt ihr mich noch? Ja, genau, ich bin's, der Mann, der euch sonst jeden Donnerstag tierisch auf den Senkel gegangen ist mit seinen Spezies. Ja, jetzt sind wir wieder da. So, lange Rede, kurzer Sinn. Folge 61, Quopcast mit Carsten, mit Sven und mit mir. Jede Woche ab sofort wieder. Daumen hoch. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur 61. Folge vom Quopcast. Und es ist ein ganz besonderer Quopcast. Wieso habe ich denn eigentlich dieses blöde Schild da unten immer noch drin, dass es um 19 Uhr losgeht? Es ist ein ganz besonderer Quopcast, nämlich ein Quopcast, der zum letzten Herzen. Mal... Genau, der Herzen, der zum letzten Mal im Februar stattgefunden hat, nämlich mit einer Quop-Night. Und jetzt, endlich jetzt, am 16.05. in der Urbesetzung, würde ich ja fast mal sagen. Hallo Carsten, hallo Sven, wer will zuerst von euch beiden? Der Carsten. Gut, Carsten. Ich wollte gerade sagen, der Sven, aber es ist okay. Ich grüße euch beide ganz herzlich. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich danke meiner Sekretärin, dass sie das ermöglicht hat, den Termin noch so einzuschieben. Das finde ich sehr schön. Das finde ich Kunigunde, du bist mein Mädchen. Du hast eine Sekretärin, die Kunigunde heißt? Ja, hast du was dagegen? Nö, überhaupt nicht. Sven, wen hast du? Ich habe auch die Kunigunde. Die arbeitet halbtags beim Carsten und halbtags bei mir. Das ist günstiger, wenn man sie Sharon. Ja. Nicht schlecht. Ich lade die dann, also Carsten lädt die dann immer hoch und ich lade die dann runter und konvertiere die in ein anderes Format und dann mach die hier sauber. Ja, okay. Ich habe mir übrigens vorgenommen, möglichst viele lange, peinliche Gesprächspausen in diesem Cast einfließen zu lassen, wo dann alle Hörer, Seher und Live-Zuschauer, also in dem Sinne nochmal schöne Grüße an den Chat, dann da sitzen und sagen, oh Gott, was machen die denn jetzt schon wieder? Die 3 Monate, wo die nicht gesendet haben, waren doch richtig schön. 3 Monate? März, April, so ungefähr. Ja, egal. Eigentlich wollte ich ja auch irgendwas Besonderes noch machen. Ne? Wenn man schon so eine lange Pause hat, dann hätte man A in HD aufzeichnen müssen, einen komplett neuen Opener haben, in so einem Trailer wie, sie sind wieder da, die Helden des Universums bringen Licht in eine Welt voller Dunkler und sowas. Habe ich aber nicht. Es kommt mir bekannt vor. Ich hätte dir was basteln können. Ja, das wollte ich nicht fragen, weil bei dir kommt ja noch was, zahlst du. Nein. Ich lasse mich außerdem nur in Essen bezahlen, das weißt du. Und das wird teuer, das wissen wir ja auch alle. Ja. Ja. Thematisch habe ich mir gedacht, okay, wenn wir schon nach so langer Zeit mal wieder zusammenkommen, dann machen wir einfach querbeet Wildwuchs. Also da ist genug passiert in den letzten Jahren und Monaten und Tagen. Da kann mit Sicherheit Sven aus dem Vollen schöpfen, denn der hat ja nicht nur sein Bootcamp in der Welt der Intellektuellen hinter sich, sondern auch... spieletechnisch das Lager gewechselt, ne? Könnte man jetzt auch schon fast schon sagen, oder? Das Lager gewechselt würde ich helfen. Ich überlege auch gerade, worauf du hinaus willst. Spielt nur noch Hello Kitty-Spiele. Genau. Mhm. Hello Kitty online. Und man tankt so lange den großen Kuchen, bis er down ist, ohne dass man Bauchschmerzen kriegt. Das war Gesprächspause Nummer 1. Ich hätte sie länger gestalten können, aber egal. Vielleicht noch eine ganz andere Anmerkung für die Leute, die uns jetzt mal voller Vorfreude wieder hören und sagen, yay, alle 2 Wochen wird das dumme Gelaber jetzt weitergehen. Falsch. Es wird ein bisschen anders ablaufen und zwar habe ich den Monat anders aufgeteilt. Also der Montag kommt jetzt nach dem Mittwoch und die erste Woche ist die, nur noch 12 Tage. Die dritte Woche und so. Nee, die Reihenfolge wird jetzt sein, dass ich mir gedacht habe, okay, wir machen... so ein 4-Wochen-Rhythmus. In der ersten Woche machen wir den klassischen Quopcast, wie wir ihn jetzt auch machen. In der zweiten Woche machen wir dann einen Quopcast, der monothematisch ist, wo wir ein Thema vorher ankündigen, was ich nachher auch tun werde. Wo ich auch versuche, irgendwie andere Gäste als die gleichen Nasen immer reinzuholen, die natürlich auch dabei sein können, wenn sie wollen. In der dritten Woche gibt es dann den guten alten Quapcast mit Bernd, wo wir dann tatsächlich lustige Spiele und Apps wieder vorstellen. In der vierten Woche gibt's dann, war das die vierte Woche? Ja, die vierte Woche gibt's dann wieder einen monothematischen Cast, zu welchem Thema auch immer. Und die fünfte Woche, da geht's dann wieder von vorne los, dann kommt dann der klassische Quapcast. Also, du kannst dich nicht mehr rausreden, Carsten, du wärst in der Theorie nur noch alle 4 Wochen dran. Das schaffst du ja wohl, oder? Was zahlst du? Der war nicht schlecht, der war gut geskriptet. Natürlich bin ich dabei und ja, freue mich. Aber halt auch bei diesen Mongo- oder monothematischen Sachen bin ich halt auch gerne dabei. Also wenn das Thema wenn, cool ist. Genau, ne? Wenn es sich denn tatsächlich anbietet, dann bist du gerne dabei. Ich kann ja direkt jetzt schon mal den Teaser aufs nächste Mal machen. Nächste Woche, Donnerstag, okay. 19 Uhr, werden wir das Thema die nächste Konsolengeneration haben. Und als Gäste, du gähnst, ne? Genau. Heinrich Lehnert und Boris Schneider-Johne. Ne? Genau, die
Ja. Beide in einer Xbox wohnen, das wissen. Nee, wir haben den Großmeister von I Know Your Game, ne, Daniel, kennen wir ja alle noch. Und wir haben den Mann, der das Netz unsicher gemacht hat, mit dem Namen Rainer Schauder, der ja auch gerne was zu diesem Thema sagt. Die beiden haben wir wieder mit dabei. Und ich denke mal, das ist eine lustige Diskussion, weil ja ein paar Tage oder ein paar Stunden vorher Microsoft dann auch ihr neues Projekt enthüllen wird. Und dann haben wir tatsächlich also alle Geräte und können ausgiebig darüber reden. Also die Leute, die es jetzt hier schon mal hören, ihr könnt euch schon mal Fragen zurechtlegen, bei uns ins Forum posten, auf Facebook posten, bei Twitter rüberschicken oder eine Mail an micha@quap.net. Ne? Also, klappt alles. Monothematisch. Die nächste Konsolengeneration. Nächste Woche, 19 Uhr. Aber jetzt geht das Karussell wieder rückwärts und wir hören gute alte 80er-Musik. Sven, erzähl mal was zu der letzten Woche. Das müssen wir so ein bisschen hier die intellektuellen Themen jetzt reinbringen. Du hast wieder mit der Speerspitze der Internet-Avantgarde eine Woche verbracht in Berlin. Der Spruch ist nicht von mir. Ich weiß gar nicht, wer den rausgebracht hatte vor 2 Jahren oder wann das war. Vor 2 Jahren? Oh. Ich meine, das war vor 2 Jahren, oder? Das ist bestimmt schon viel länger her. Naja, so lange gibt es sie ja auch noch nicht. Die Frage ist ja nicht, wann so ein Begriff aufkommt, sondern wie lange man ihn totreitet. Und da, Da bin ich gut drin. Also, im Totreiten. Wenn irgendeiner Preise fürs Totreiten verdient hat, dann ja wohl ich. Oh, apropos Preise fürs Totreiten verdient. Schließen wir die vierte Klammer, ja. Wir haben einen Preis gewonnen. Mach ruhig weiter so. Das haben wir ja tatsächlich auch noch gar nicht erwähnt. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt hier präsentieren, aber natürlich kann ich es nicht, weil die Veranstalter dieses lustigen Preises wohl noch ein bisschen brauchen, bis sie irgendwie unseren Namen in Stein gemeißelt haben oder die Statue aus Butter geschmolzen oder sonst irgendwas. Ist der nicht mehr physisch oder was? Was? Ist der Preis echt... ist der nur noch digital? Nein, der ist tatsächlich physisch. Also es soll so eine Glastrophäe dann eben kommen, wo dann unser Name eingeritzt, also mein Name, nein, der Podcast-Name, nein, dann auch nicht. Und aber es geht um den European Podcast Award, wo wir tatsächlich in der Kategorie Personality im Jahr 2012, der jetzt dann ausgelobt wurde, den ersten Platz gemacht haben. Vielen Dank dafür, was besonders lustig war, weil wir überhaupt nichts wussten, dass wir da nominiert waren. Das Jahr davor hatte ich uns, glaube ich, mal angemeldet. Da haben wir, glaube ich, irgendwie den 7. Platz gemacht. Aber jetzt den 1. So muss das sein. Also, Sven, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Oder ich reite wieder tot. Nee, wir müssen jetzt mal die Klammer schließen, wo ich denn in der letzten Woche war. Und diese, wie du es nennst, Speerspitze der Internet-Avantgarde, das war die Republika. Das ist so eine, kann man sich die Folge von mir von letztem Jahr anhören. Da bin ich ein bisschen mit dem Mikrofon rumgelaufen. Das ist die Gemeinpresse nannte es, ich glaube, Bloggermesse, was so dermaßen falsch ist, dass man sich nur in den Kopf packen kann. Das ist in erster Linie erstmal eine Konferenz und keine Messe. Da kommen Leute zusammen, die im Netz was machen, ob sie jetzt bloggen, podcasten oder YouTube machen. Besonders YouTube war dieses Jahr etwas konzentrierter vertreten. Wobei diesmal waren, glaube ich, keine Awards. Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Und da trifft man sich in Berlin 3 Tage und läuft auf so einem lustigen Gelände rum und redet in erster Linie über das, was man normalerweise nur schreibt, nämlich übers Internet. Und hat Spaß. Also es gibt da halt Vorträge, die sind meistens interessant, aber in der Regel kommt man dahin, weil man sich mit den Leuten mal treffen kann, die man sonst nur, mit denen man eben halt sonst schreibt. Und da habe ich mich rumgetrieben. Es ist ein bisschen verwirrend, dich zeitgleich im Stream zu sehen, während du mit mir redest. Das ist interessant. Das geht mir immer so. Ich habe das tatsächlich so mit diesen 2 Gehirnhälften perfektioniert. Ich sehe mich immer so reflektierend, was ich gerade mache, so 3 Minuten versetzt, dass ich darüber nachdenke. Und ist es wirklich 3 Minuten, also ist es wirklich so langweilig? Ich habe das Gefühl, dass als wir vor ein paar Monaten den Quapcast gemacht haben, der Lag zwischen dem, was ich hier auf Quap gesehen habe und dem, was ich gehört habe, wesentlich kürzer war als jetzt. Ich habe vorhin jetzt... Sven ist total deprimiert, weil wir ihn sein Thema nicht machen lassen. Aber egal. Entschuldigung, Sven. Als ich vorhin mal kurz einen kleinen Test gefahren habe, stellte ich dann fest, hoppla, diese tolle Livestreaming-Plattform, die wir uns da ausgesucht haben, also die ich ausgesucht habe, die spinnt, die mag mich nicht. Deshalb sind bei einigen Leuten zwischendurch mal immer irgendwelche Blackouts zu sehen, also nicht bei uns, sondern videotechnisch irgendwelche Blackouts. Da wird dann gesagt, der Stream ist nicht an. Und ich habe festgestellt, da ist also bestimmt eine Minute Lag drin gewesen, also Verzögerung. Ob das jetzt immer noch so ist, ich habe keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, wir machen ja einfach weiter. Und ist wie ein guten alten Nicecast-Zeiten. Wir sehen uns ja tatsächlich mehr oder weniger in Echtzeit, Carsten. Carsten. Ja, ich sehe dich ja leider nicht bei Skype. So. Will ich aber sehen, du bist ein sympathischer junger Mann.
Mach weiter. Warum nicht? Lass uns auch den anderen einfach mal muten. Mach weiter. Ich höre das gerne, was du über mich zu berichten hast. Sven, hallo. Hallo. Ja, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt so hinaus soll, weil das ist natürlich etwas viel, was man so in 2 Stunden packen kann. Nee, weil es gibt ja normalerweise bei so Konferenzen gibt es ja immer irgendwie so ein Überthema, das da irgendwie es gab es da nicht. Nein, das Hassthema war natürlich, im Chat ist es auch schon geschrieben worden, die gute alte Drosselcom, die dort natürlich in viele Vorträge so noch mit der heißen Nadel eingestrickt wurde. Also viele hatten darauf tatsächlich Referenzen und haben sich dann darauf bezogen, die Vorträge reichen ja von sehr wissenschaftlichen Untersuchungen bis hin zu sehr lustig aufgemachten Sachen, wo man dann auch was zu lachen hat. Und ja, es gab tatsächlich auch einen Talk oder ein Panel, wo eben Leute vorne saßen, die sich zu dem Thema, also unter anderem auch, wo die Telekom eben da war und sich zum Thema Internet geäußert hat. Und da wurde kräftig mit Buhrufen um sich geworfen. Ich bin da auch mit dem Mikrofon rumgelaufen, hab da eine Aufnahme gemacht, weil ich diese Buhrufe und das laute Geschrei und Ausgejohle irgendwie drauf haben wollte. Ich wollte auch tatsächlich dem Herrn Telekom-Menschen eine Frage an den Kopf werfen, aber es war halt so ein typischer PR-Fuzzi, den man halt so intensiv darauf geschult hat, jeder Frage so effizient auszuweichen, dass man nicht zum Kern der Sache kommt, dass ich mir das irgendwann zu blöd war und ich dann nicht mehr dem Mikrofon hinterhergelaufen bin. Ja, also war nicht so ergiebig? Nee, es war mir auch einfach wirklich zu blöd. Also mit so PR-Menschen über ein Problem reden, was sogar meine Großmutter versteht. Außerdem, was soll er denn dazu sagen? Also der hat doch auch nur die Anweisung von irgendjemandem, von Herrn Obermann persönlich, der dann irgendwie sagt, nee, wir finden das alles toll, das muss so sein, wir müssen den Netzausbau finanzieren. Ja, aber der Konzernchef von der Telekom hat doch vor ein paar Tagen gesagt, er liebt seine Kunden. Insofern ist doch alles gegessen. Ja, er liebt sie so sehr, dass er für sie einen neuen Flatrate-Tarif einführt, der dann 30 Euro teurer ist und dann ist dann wieder alles gut. Ja. Aber vergessen, Drosselcom, die Telekom hat ja auch recht, ne? Wer den Hahn offen lässt und das Wasser laufen lässt, der muss mehr zahlen. Ja, also um ein sehr schönes mit dem Oberthema mal kurz zu schließen, über Drosselcom reden sollten wir einfach lassen, weil wenn man was, man muss was machen. Also ne, es gibt Demos, es gibt Petitionen, es gibt Abgeordnete, an die man schreiben kann. Wenn ihr wollt, dass sich da was tut, dann macht was, Leute. Ja, immer nur drüber reden und drüber schreiben. Genau. Nee, ich hätte das Thema jetzt auch gar nicht großartig aufgegriffen. Hättest du es nicht erwähnt, hätte ich es überhaupt gar nicht erwähnt, weil es bringt nichts, darüber zu reden. Also erstmal weiß mittlerweile, glaube ich, jeder alles. Man könnte höchstens irgendwie aufklären, was das da mit der Netzneutralität genau ist, falls einige es noch nicht verstanden haben. Aber nee, das ist vielleicht für ein Special-Thema irgendwann, wenn es konkreter wird. Aber jetzt erstmal, wenn es euch stört, gibt genug Informationsseiten und da könnt ihr dann auch aktiv werden. Also die Kurzfassung von der Republika war eben so, also in vielen, die Quintessenz war bei vielen wirklich, macht was. Wir haben jetzt lang genug geredet, wir haben lang genug irgendwie rumgemault, lang genug Hashtags benutzt, um uns über irgendwelche Dinge aufzuregen. Jetzt ist mal langsam an der Zeit, dass wir alle was machen. Und da, das muss ich sagen, das stimmt. Und es ist auch im Grunde egal, was man macht. Also es geht nicht jetzt mal nur um Protestbewegungen, sondern man soll irgendwie, dieses Konsumieren war irgendwie auch sehr oft zu spüren, ne? Dass irgendwie viele Leute im Netz hauptsächlich konsumieren. Und es wäre doch schöner, wenn mehr Leute anfangen würden, Blogs zu schreiben oder Podcasts zu machen oder YouTube-Videos zu machen und ja, zu welchem Thema auch immer. Das war so eine der großen Quintessenzen. Und was machst du jetzt? Wer sich, ich sitze jetzt hier und rede über die Drosselkopf, was ich immer gemacht habe. Nee, was ich jetzt mache, das ist ja so geheim. Das könnte ich jetzt offenbaren, aber was zahlst du? Nein. Carsten, diese Lakritzstangen, die du da hast. Sind alle weg, tut mir leid. Und die passen auch nicht durch das Kabel. Also was ich gemacht habe, um euch mal direkt abzuwürgen, damit ich hier mal das Thema abrunden kann, damit wir zu was anderem kommen können. Was ich gemacht habe, ist, wir haben von dort einen Podcast produziert. Ich habe quasi fremd gepodcastet. Das Ganze findet man unter die-sondersendung.de und da hat sich so ein Podcaster-Konglomerat zusammengeschlossen. Und von dort. Und du hast dich da reingemogelt, weil du denen das Logo gemacht hast, ne? Genau, ich habe denen das Logo gemacht, unter anderem. Nein, ich kenne auch viele von dort und wir haben uns da so zusammengetan. Und in erster Linie waren das natürlich die großen Podcaster Berlins, früher Göttingens, die sich jetzt da vor Ort auch in Berlin zu dieser Sondersendung an sich zusammengeschlossen haben. Wir waren aber vorher, da hat ein Treffen in Berlin stattgefunden. Das war zu dem Publishing-Tool, was momentan für WordPress entsteht, für Podcasts namens Podlove. Da war eine Konferenz von eben ein paar deutschen Podcastern. Du warst nicht da.
Naja. Ich kann es ja immer wieder betonen. Ich bin ja auch bekennender Unterschichten-Podcaster. Ja, ich merke das schon. Und du bist nicht wirklich deutsch, das darf man auch nicht vergessen. Du hast ja gerade gesagt, deutscher Podcaster, ne? Das habe ich und jetzt du hast ja jetzt auch einen Preis gewonnen und dementsprechend ist das ja auch alles so. Ja, hallo, also, hier Neukirchen-Flüden, Auenland, das zählt nicht. Mittelerde? Achso, ja, okay. Und ich habe behaarte Füße, also insofern trifft es tatsächlich. Kann ich jetzt mal meine Klammer schließen, Kinder? Ihr redet hier kreuz und quer, das ist fürchterlich. Mehr Disziplin. So. Auf jeden Fall auf dieser Konferenz oder auf diesem Treffen vorher haben wir dann eben so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, wie was man denn so als Podcast vor Ort machen kann und wie man das handhaben kann. Und da haben wir eben so ein bisschen gute alte Redaktionsarbeit gemacht. Das heißt, wir hatten eine Redaktionsleiterin, die gute Claudia Krell, die man von anderen Podcasts, wie zum Beispiel den Wikigeeks kennt, die dann so ein bisschen die Jungs und Mädels zusammengehalten hat. Und vor Ort sind wir dann rumgestreucht und haben Leute vors Mikrofon gezerrt, haben die interviewt. Es gab auch von den Shownotes, das ist so ein Zusammenschluss aus Podcast-Hörern, die in Berlin inzwischen für viele Podcasts eben mitschreiben und das Ganze online stellen, dass man eben die URLs und sowas alles nachher nachlesen kann. Die hatten dann ich glaube, Pirate Pad oder so heißt die Software. Ich bin da nicht so bewandert. Ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. So dass man auch in jeder Session dann, in der man drin war, auf der Republika mitschreiben konnte und eben so eine gecrowdsourcete Informationsquelle quasi für jeden einzelnen Vortrag hatte. War also mal eine sehr, 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 sehr lustiger und sehr moderner Ansatz von crowdgesourceter Redaktionsarbeit. Und das hat auch alles ganz gut funktioniert. Also jede der Sendungen, die an den 3 Tagen stattgefunden hat, war prall gefüllt. Die Gäste waren alle immer pünktlich da. Die Beiträge wurden dann eben eingespielt. Wir flitzten dann, wie gesagt, draußen so ein bisschen rum und kann man sich, wie gesagt, alles anhören. Muss ich jetzt hier nicht nochmal breitreten, habe ich auch gerade im Erz gemacht. Dafür ist das Netz ja da. Das vergisst nichts, das Netz. Nee, auf jeden Fall nicht. Leider. Da grinst der Typ wieder. Was grinst du denn nur sofort nicht hin, wenn ich da so eine Floskel bringe? Ich habe halt sehr viel Zeit damit verbracht, meine Spuren aus dem Internet ein bisschen zu minimieren. Deswegen musste ich sehr lachen über das Netz. Vergisst nie. Es stimmt. Ich habe Sachen gefunden, die hätten besser verschlossen bleiben sollen. Absolut, absolut. Ich habe ja tatsächlich in dem Zuge, weil ich echt überlegte, ob ich wirklich so einen kleinen Opener machen soll von wegen, wir sind wieder da, deinen guten alten Wicked Awesome Super Dudes Trailer da gesucht und ich habe ihn aber nicht mehr gefunden. Also, doch, der ist noch da, bei Sevenload ist ja nicht mehr. Ist ja nicht mehr, eben. Also schon, aber nicht mehr in der Form, wie du es damals genutzt hast. Aber den WASD-Trailer, der muss noch da sein. Ich habe auch nicht gründlich gesucht, weil ich dachte, ne? Jetzt sackt Sven gerade in sich zusammen und denkt ja, ach, da läuft gerade wieder RTL 2, lassen wir es mal. Frauentausch, also. Podcast-Tausch, ich gucke mir das an. Genau. Carsten, du warst ja schon längere Zeit nicht mehr dabei. Was? Ja, so 3 Monate, aber ich weiß, da war nicht so viel. Ne? Also. Du beschäftigst dich also mittlerweile hauptberuflich mit Nerdkino? Aber das ist ja jetzt nicht wirklich so interessant. Also das ist ja nur ein Hobbyprojekt, also nicht so professionell aufgezogen. Ich finde das total interessant, weil du warst ja so ziemlich die einzige Seite, die ich kenne, die tatsächlich dieses Furz-Skript eingebaut hat. Hast du es noch drin oder hast du es wieder rausgemacht? Ich habe es natürlich noch drin. Also tatsächlich, ich habe lange rumprobiert. Also dieser Skript-Tag, der wahrscheinlich jeden 4. Klasse-Blogger eine Sekunde gedauert hätte, da habe ich jetzt echt so 30 Minuten irgendwo rumgeskribbelt, um das Ding irgendwie reinzukriegen. Aber es ist schön und ich habe von Leuten gehört, dass das war eine Erfahrung. Ich habe es meinen Eltern gezeigt. Du solltest mehr, was ich mache, deinen Eltern zeigen. Vor allen Dingen, damit die sehen, wie normal du bist im Vergleich. Ne? Das war das Ziel der ganzen Geschichte, ja. Ja. Nee, das Skript war geil. Hat das sonst irgendjemand eingebaut oder bin ich der einzige Depp, der einfach mal... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand es nur faszinierend, dass es tatsächlich sowas gibt. Also technisch ist es ja wirklich gar nicht so verkehrt. Also der Hintergrund der Geschichte ist, ein kleines JavaScript, das eingebaut wird, das die Scrollbewegung auf einer Seite registriert und je nachdem, wie weit man scrollt und oft man scrollt, unterschiedliche Furzgeräusche dann aus den Audiogeräten erschallen lässt. Also wirklich, wir stehen dazu, wir sind Unterschichten-Podcaster und da brauchen wir solche Themen. Das muss so sein. Habe ich nicht auch ein Furzgeräusch irgendwie? Nee, ich habe nur die Toilette. Du kannst ja einfach auf 0 Kilo gehen. Da hast du das drin. Ja, aber das aber schaffe ich nicht. Es macht tatsächlich, du hast traurige Laune, du bist traurig, deine Laune ist nicht gut. Du gehst auf diese Webseite, die ich nicht nennen möchte, und du scrollst und hörst einen gepflegten Furz und du lachst. Das ist halt einfach so tief in uns verankert drin, man lacht. Die Seite heißt nerdkino.de, hat auch schon viele Preise, zumindest im Geiste, gewonnen. Ja.
viele Preise an sich vorüberziehen sehen. Bei dir ist gerade übrigens ein Standbild, Carsten. Und dann jetzt wieder da. Ja, ja, es war wieder so eine temporale Verzerrung irgendwo. Das passt schon. Apropos hier Standbild und YouTube und sowas. Was ich vorhin noch gelesen habe, ich weiß gar nicht, wann es akut wurde. Habt ihr das mit Nintendo gelesen und den Let's Play-Videos? Ich habe so halbwegs aufgeschnappt, ne, dass die quasi jetzt die Monetarisierung untersagen wollen erstmal. Und dann weitere Modelle überlegen, entweder die Sachen komplett rauszuschmeißen, wenn sie nicht dementsprechend viele Views haben oder irgendwie sowas. Nee, also ich keine Ahnung, ich bin ja jetzt auch nicht so in der Materie drin. Ich habe gerade auch nur mit einem Auge so überflogen und ich glaube, sie haben also diese, bei YouTube eben Rechte auf alle ihre Videos, also auf alle Videos von Nintendo-Produkten angemeldet, so wie das ja gerne auch mal irgendwelche Musikleute machen. Ja. Und haben damit quasi, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, unterbunden, dass derjenige, der das Video erstellt hat, das Geld dafür kriegt, sondern sie kriegen es als Content-ID-Besitzer. Ja, damit schlage ich mich die ganze Zeit schon rum, weil die Filmindustrie das immer macht. Also sämtliche Videos, die ich erstelle, kann ich nicht im Grunde monetarisieren, sobald auch nur ein Schnipsel. Das finde ich ja tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Also, weil ich meine, bei dir ist es ja so, du zeigst denn ja tatsächlich Ausschnitte aus dem Trailer und davor und danach wird dann darüber wieder geredet. Also dann könnte ich ja noch verstehen, wenn exakt dieses eine Schnipselchen da von denen moniert wird. Aber dem Let's Play läuft ja wirklich im Hintergrund gespieltes Material. Das ist ja tatsächlich nicht, ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie schon arg überzogen. Und also für mich ist es ein eindeutiges Zeichen nach den ganzen Online-Geschichten, die Systeme hier mit Freunde, Code und was weiß ich nicht alles, dass Nintendo zum Verrecken einfach das Internet nicht versteht. Also ich meine, die haben so tolle Geschichten wie hier diese komische Zeichengeschichte, die sie da hatten. Da ich keine Wii U habe, weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt und wie das auf dem 3DS hieß, weiß ich auch nicht. Das ist ja tatsächlich eine tolle Idee, was sie da alles gemacht haben, aber unglaublich. Also ich verstehe das Netz überhaupt nicht. Die braucht mal so einen Aufklärer. Sven, sei doch mal Aufklärer. Du bist doch so. Also ich kann gerne über eine Analogie aufklären. Und zwar, wenn man irgendwie mit Anlaufen Berg runterrollt, auf eine Wand zu, und das tut Nintendo gerade, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das Gaspedal und die Bremse. Und bei YouTube irgendwelche Let's Plays von seinen Videos torpedieren, ist definitiv das Gaspedal. Ja, absolut, das stimmt, absolut. Unglaublich. Also echt, aber lass uns ruhig weitergehen. Was war also, versuch dich mal dran zu erinnern in den letzten 3 Monaten, was waren da irgendwie die großen Geek-Nerds-Gadget-Games-Themen, die dir da noch so aufgefallen sind, Carsten? Boah, jetzt holst du mich hier komplett raus. Natürlich. Ich muss kurz in mich gehen. Okay, du musst kurz. Soll ich atmosphärische Musik dabei machen? Ja, bitte, 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 bitte. Nee, die war nicht wirklich atmosphärisch. Ich weiß nicht, wie populär das momentan ist, die neue Facebook Newsfeed mittlerweile. Ich weiß nicht, wer den schon hat, aber der ist halt relativ neu, was jetzt so. Aber ja, noch neuer ist ja Google Plus. Also ich meine, ich poste, aber Google Plus nutze ich ja nicht. Ich poste ja gelesen, regelmäßig, unregelmäßig unsere Ankündigung hier, dass es ein neuer Livestream gibt und sowas. Oder dass, wenn ein Video tatsächlich zum Download verfügbar ist, auf allen großen Plattformen, unter anderem eben auch Google Plus. Und als ich dann heute sagen wollte, hey, heute denkt an den Livestream heute Abend, ich war komplett geschockt, wie das erstmal aussieht. Das sieht tatsächlich verdammt cool aus. Es bewegt sich mittlerweile alles. Es schieben dann diese Eingabefelder sich irgendwo. Geh mal rein drauf. Aber. Also, das könnt ihr doch mal vorher ankündigen. Ich bin alt, ich brauche ein paar Wochen, bis ich mich dran gewöhnt habe. Also, jetzt weiß ich, wie sich ältere Menschen fühlen, wenn auf einmal irgendwie die Haustür zugemauert wird und die nicht mehr rauskommen. Da wirst du dich freuen, wenn tatsächlich das Facebook, der Newsfeed komplett umgestaltet wird. Das haben, glaube ich, echt noch nie so viele. Das sieht halt 1:1 aus und das ist ja auch der Sinn und Zweck gewesen, wie die mobilen Ansichten. Also, wenn du Facebook auf dem iPad genutzt hast, die haben das sinnvoll erweitert und fühlt sich halt echt besser an. Ja, ja. Sag mal, wenn wir jetzt gerade schon dabei waren, du hast hier Republika gerade, Sven meine ich jetzt, ist Facebook da eigentlich noch irgendein Thema gewesen? Weil man hatte ja immer so den Eindruck, dass so zumindest zwischendurch mal, ich meine, letztes oder vorletztes Jahr, als du ja da warst, auch schon Leute irgendwie immer dieses Facebook ist das suspekt, da wollen wir sowieso nichts mehr zu tun haben. War Facebook da noch in irgendeiner Form Thema oder ist es mittlerweile? Was meinst du jetzt Thema als Inhalt von Talks, als Gegenstand oder im Sinne von, dass Leute es in irgendeiner Art und Weise benutzt haben? Sowohl als auch. Also ich meine, das eine ist ja, fanden da irgendwelche Panels statt, irgendwelche Diskussionen darüber und hat Facebook da irgendeine, also ich fand es ja zum Beispiel sehr, sehr bezeichnend und lustig, dass du dann im Vorfeld dieser Konferenz angefangen hast, App.net auf einmal zu benutzen. Ja, weil das für mich das war aber von langer Hand geplant, weil das für mich mein Twitter-Niedergang sein sollte. Also die Republika war für mich schon seit längerem der Tag, an dem ich geplant habe, Twitter den Laufpass zu geben und auf app.net umzusteigen.
Das war tatsächlich nicht spontan, sondern das war mit Sinn. Die Frage ist schwierig zu beantworten, weil A, habe ich den Sessionplan nicht im Kopf. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Sachen da parallel inzwischen liefen. Also es gab, glaube ich, ungelogen 13 oder 14 Tracks, die parallel liefen. Das habe ich nicht im Kopf, ob da jetzt speziell irgendwas über Facebook ging. Also ich war die Realität ist ja bei uns irgendwie so, wenn man so die ganzen Unterschichtenmedien mal wieder so anguckt, da vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendeine komische Facebook-Schlagzeile ist. Egal, ob irgendeine normale Tageszeitung auf einmal sagt, hey, Facebook hat eine neue App rausgebracht als Messenger und was weiß immer. Aber bei den Leuten, die sich tatsächlich mit dem Internet auseinandersetzen, habe ich immer so den Eindruck, als wenn das entweder komplett verteufelt wurde die letzten Jahre oder mittlerweile einfach nicht mehr existent ist. Also es gibt ja zwei große Bubbles im Netz, sag ich mal. Das ist so diese Blogger-Szene, das ist die, wobei es da auch noch natürlich Subkulturen gibt. Dann gibt es die Podcaster-Szene, die so ein bisschen an der Blogger-Szene mit dranhängt, weil viele, die eben gebloggt haben, haben mit Podcasting angefangen. Und dann gibt es eine große Blase, die im Grunde überhaupt gar keine Schnittmenge mit dieser Blogger-Facebook-Nummer hat. Und das sind wir. Blogger-Podcast-Ecke hat. Und das ist diese YouTube-Facebook-Blase. Da gibt es ein paar Überschneidungen, aber die sind immer noch so klein, dass da keine Mitose, also da hat irgendwie Mitose stattgefunden und da findet irgendwie jetzt kein, ne, da ist keine semipermeable Membran, um ein bisschen Biologie zu benutzen, sondern sich eigentlich nur so gegenseitig belächelt, habe ich so im Grunde das Gefühl, weil ich weiß nicht, ob das ein Generationenproblem ist, also gerade so ein Internet-Generationenproblem, weil viele, die ich kenne, sagen auch, wenn sie sich irgendwelche YouTube-Videos angucken, von so großen YouTubern, die so ihre 600.000 Leute im Abo haben, da merken sie, das ist eine andere Art, Medium zu produzieren. Das ist eine andere Art, mit Leuten zu kommunizieren. Das ist eine andere Kulturart oder auch ein anderes Mindset. Ja, aber man müsste aber doch trotzdem gerade irgendwie so eine Konferenz wie die Republika das doch gar nicht. Aber du hast ja selber gesagt vorhin, dass YouTube auch stark vertreten war diesmal. Naja, nicht stark. Ich sagte konzentriert. Ich habe da sehr bewusst dieses Adjektiv benutzt, weil es gab irgendwie am ersten Tag sehr viele Panels oder sehr viele Sessions, die auch ein bisschen parallel liefen, das war ein bisschen doof geplant, die das Thema YouTube entweder primär oder sekundär zum Thema hatten. Und da war auch eine Diskussion eben mit drei großen YouTubern, die bei verschiedenen Vermarktungsnetzwerken sind, die so ein bisschen einfach davon erzählt haben, wie sie diesen Medienwandel auch jetzt erfahren oder wie sie YouTube benutzen und sowas. Und da saßen auch viele Leute drin, die ich so kenne, und die haben entweder nachher in ihren Podcasts davon erzählt, wie sie das aufgefasst haben, oder ich habe mich mit ihnen unterhalten. Und da war der Tonus eigentlich insgesamt so, ja, also das ist ja schon echt interessant, was die da machen, aber verstehen tue ich es nicht. Oder verstehen im Sinne von nicht, natürlich kann man das nachvollziehen, was da passiert, aber es ist so nicht, man kann es nicht so ganz erfassen. Ich glaube, erfassen ist der bessere Begriff dafür. Hier im Chat kam übrigens gerade von Diago, YouTuber und Podcaster sind nicht dieselbe Gruppe. Die meisten Leute, die ich auf YouTube kenne, haben einen Podcast. So, und das ist ja diese Unsitte, die ja momentan oder seit einiger Zeit auf YouTube sowieso stattfindet. Jeder, der ein YouTube-Video, also eine Reihe von YouTube-Videos macht, die nicht gerade Let's Plays sind, nennt das ein Podcast. Und das ist ja keiner Mensch. Podcast kommt, Sven, du hast die Definition doch wahrscheinlich auf dem Arsch tätowiert. Du kannst da wahrscheinlich sofort runterleiern. Ja, so eine richtige wissenschaftliche Definition habe ich jetzt auch nicht parat. Aber Podcast ist im Wesentlichen der Fall, dass man das Ganze eben runterladen kann. Daher kommt dieser Name Podcast. Also, dass man es eben runterladen und mitnehmen kann und dann hören kann, wann ich es will. Und YouTube ist in erster Linie Streaming. Genau. Und Podcast hat übrigens auch pauschal nichts mit Video oder Audio zu tun, auch wenn die meisten Podcasts natürlich Audio sind. Aber im Wesentlichen geht es um diese Verbreitungsart. Ne? Also das eine, ich habe einen Client laufen und lade es runter, wann es da ist. Das heißt, der Client fragt dann, ist was Neues da? Und YouTube ist so ein Lean Forward oder Lean Backward. Habe ich verstanden, und genau darauf wollte ich hinaus, dass nur weil man irgendein Content-Ding ausstrahlt, ist es kein Podcast. Also ausstrahlt ist ja auch schon in Anführungszeichen zu nehmen. Aber das heißt, du machst auch keinen Podcast, Carsten, du machst eine Videoreihe. Nee, ich mach im Grunde Web-TV. Richtig. Nein, mache ich auch nicht. Nee, ich mache unregelmäßige Videoschnippets, nämlich. So. Schnippets? Wobei, Schnippets, aber wenn ich die irgendwo, wenn ich die irgendwo mal schaffe, bei iTunes einzupflegen und selber hoste, dann habe ich einen Videopodcast. Genau. Weil dann kannst du die runterladen. Aber ich habe A, nicht die Muse, und B, bin ich zu faul, und C, wieder diese Muse. Ne? Das ist da nicht so eine Geschichte. Die Mäuse YouTube auch ist, nicht. Es kann teuer werden. Aber mir ist eingefallen, was tatsächlich in der letzten Woche mich
ziemlich getroffen hat. Du hast deine Chance gehabt, Carsten. Jetzt ist vorbei. Nein, aber das ich weiß nicht, das werdet ihr auch mitbekommen haben. Und das ist der totale Nerd-Faktor. Oh, ich weiß, was du sagen willst. Sicher? Ja. Mit welchem Buchstaben fängt es an? Mit R. Und mit welchem hört es auf? Der Nachname oder der Vorname? Der Nachname. Mit N. Ja, dann stimmt's. Ray Harryhausen ist tot. Ja, dann war das Zeichen natürlich falsch. Es sollte natürlich signalisieren, dass ich es tatsächlich erraten habe. Ja. Ja. Vielen von euch wird der Mann wahrscheinlich überhaupt nichts sagen, sondern ihr lebt halt wirklich in dieser Nerd-Filmkultur. Das ist der Mann, der die ganze Stop-Motion-Animation der guten, alten, wirklich alten Klassiker gemacht hat. Die ganzen Sindbad-Filme, hier den allerersten Clash of the Titans. Und das hat sich... Also ich habe die Filme früher wirklich geliebt und ich hatte gerade bei Clash of the Titans einen Heidenschiss vor der Medusa. Und es gibt ein sehr schönes Video bei YouTube, nicht zum Runterladen, wo die beiden Medusen verglichen werden. Also einmal die von Ray Harryhausen, irgendwann aus den, ich weiß nicht, von wann ist der Film, aus den, ich glaube, wann ist der denn? 80ern oder sowas. 70er, 80er ist der Ursprungsfilm und dann halt jetzt hier der neue. Und das ist eine Animation, ne? Stop-Motion, einfach nur ein bisschen bewegt, Foto gemacht oder aufgezeichnet und dann nochmal was bewegt. Und dann hier CGI und du guckst diese beiden Sachen und du erkennst wirklich, warum du früher Schiss hattest. Ja, weil diese Bewegungen waren zwar super flüssig und es sah richtig... Nein, die sahen nicht flüssig aus. Nein, nein, pass auf, mit flüssig meine ich, es sah nicht aus wie... Da war schon viel drin. Das waren so 12 Bilder pro Sekunde ungefähr. Was nicht super flüssig ist, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Immer noch sehr akribisch und vor allem, da bewegt sich ja alles. Also gerade bei der Medusa bewegt sich ja jedes Schlangenhaar und sowas. Also googelt das mal. Das ist eher das Faszinierende daran. Ne? Also wenn man sich ja wirklich vorstellt, dass da tatsächlich händisch jemand die Sachen zurechtgebogen und modelliert haben muss teilweise. Unglaublich. Und wie du ja zu Recht sagst, also ich meine, gut, ich bin ja noch irgendwie 3 Tage älter als du. Das hat echt unsere Kindheit ja auch geprägt, wenn man solche Monster dann gesehen hat. Ich meine, umso mehr habe ich mir eine Hose vor Freude gemacht, als dann tatsächlich hier die Jurassic Park Dinosaurier dann kamen, die ja so die ersten richtig großen Lebewesen waren, die ja tatsächlich perfekt animiert waren, schon im Gegensatz zu denen. Aber trotzdem, also Harryhausen ist wirklich, also ja, es ein Gigant. Super viele Statements von namhaften Regisseuren und Produzenten, die sagen, wenn der Mann nicht gewesen wäre, wäre halt vieles wirklich anders gelaufen. Lucas hat gesagt, die ganzen Star Wars Filme wären halt komplett anders aufgezogen gewesen, wenn Harryhausen nicht die ganze Vorarbeit geleistet hätte. Und ist echt sehr interessant. Ich meine, der Mann ist echt steinalt geworden. Ich glaube, über 90 oder sowas, ne? Genau. Und als ich das gehört hatte, dass er gestorben ist, sagte ich dann auch hier in der Familie, hier, guck mal, der gute Harryhausen ist tot. Und erstmal war natürlich die Sache, wer ist denn Harryhausen? Mhm. Habe ich den Vornamen natürlich nicht gesagt. Ne? Und dann wurde natürlich danach gegoogelt und geguckt und dann, ach ja, der war ja irgendwie schon 92 oder 94. Und dann dachte ich mir auch so, ja, aber wurscht, der hat trotzdem also das Kino, oder gerade, weil das eben so relativ früh schon war, was er gemacht hat, hat er also wirklich die Kinolandschaft geprägt, also was den fantastischen Film angeht. Auf jeden Fall. Und wir wollten jetzt irgendwann mal Werbung, wollte Nerdkino auch mal ein Harryhausen-Special machen, aber wir wollten ein bisschen warten, dass es nicht so dran geht. Und deswegen habe ich mal bei Amazon einfach mal geschaut, welche Filme es in guter Qualität zu kaufen gibt. Also wofür brauchst du denn gute Qualität für Nerdkino? Wenn ich den Kram gucken will, dann will ich den auf einem 800 Zoll Fernseher gucken. Und da brauche ich dann wirklich gute Qualität. Außerdem solche Filme, das ist halt ein schöner Anreiz, die mal zu kaufen, weil die werden halt wahrscheinlich gar nicht mehr ausgestrahlt. Also ich habe die seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Doch, das sind die irgendwie im Nachmittagsprogramm von Tele5 ständig rauf und runter laufen. Ja, okay, gut, dann vielleicht Tele5, aber so auf den etwas bekannteren Geschichten habe ich die schon Jahre nicht mehr gesehen. Und jetzt hier so eine Blu-ray für 7-8 Euro, das sind die auf jeden Fall wert, gerade weil die auch so extrem verstörend sind. Also die Bewegung der Medusa, die ist ja schon hackelig, aber das wirkt eher verstörend und angsteinflößend, als dass du sagst, das ist ja überhaupt nicht flüssig. Du guckst ja jetzt gerade so komplett unbeteiligt. Findest du, Ray Harryhausen ist nicht irgendwie so ein Meilenstein der Firmengeschichte? Oder? Du meinst mich? Svenny, ja. Nee, ich lasse euch da jetzt einfach in eurem Themen aufgehen. Also ich... ja gut. Lass uns aufgehen. Im Sinne von skeptisch gemeint. Aber hier, um jetzt mal wieder den Bogen zu schlagen, und wir bleiben wieder bei YouTube, aber kommen zu einer richtig schönen Geschichte. Ihr habt das Musikvideo gesehen. Welches? Von Commander Hatfield. Ja.
hammergeil, oder? Dass er da das als Abschiedsvideo. Also ich habe nochmal über die ganze Geschichte nachgedacht und der hat ja wirklich, das habe ich Alissa, das habe ich meiner Frau kürzlich erzählt, durch den ganzen Kram, die dieser Typ gemacht hat, der ist, glaube ich, jetzt ja schon wieder gelandet, ne? Der war irgendwie 6 Monate nur oben. Durch den ganzen Kram, die der gemacht hat. 6 Monate nur. Ja, ja, nur, ne? Weißt, was ich meine. Wenn ich auf Klo gehe, dauert das manchmal, lassen wir das. Der hat diese richtige Faszination Weltraum wieder geweckt bei mir. Also früher war Weltraum, ja, wir haben da eine Raumstation, ja, wir machen irgendwann mal eine Mars-Mission, ja, die Sonde hat unser Sonnensystem verlassen, alles schön und gut, aber durch die ganzen Sci-Fi-Sachen und sowas war das überhaupt nicht, also zumindest für mich nichts mehr, total Besonderes. Es war total. Er hat es ja auch anfassbar gemacht. Also er hat dem Ganzen ja nicht nur ein Gesicht gegeben, ein sehr sympathisches dazu auch noch, sondern er hat es ja wirklich total anfassbar gemacht mit irgendwelchen Fragerunden, die er da gemacht hat. Ich erinnere ja nur an diese Geschichte mit diesem Handtuch, das er da ausgewrungen hat. Unglaublich, der Mann war sehr sympathisch, der hat kompetent die Sachen drüber gebracht und ja, okay, es gab genug Leute, die da vor diesem letzten Video von ihm gesessen haben und gesagt haben, boah, das ist aber fremdschämig, was da jetzt gerade so abläuft. Ich fand, der hat ganz also, gut gesungen. Ich fand das, ja, ich könnte nicht besser singen. Also schon. Also wenn du dir das David Bowie-Lied anhörst, das ist schon sehr nah dran, aber wenn man es natürlich nicht kennt, dann okay, aber David Bowie kennt man ja und der hat ja auch manchmal so ein bisschen experimentiert und das Lied ist schon ein bisschen strange. Also, ne? Aber also halt. Im Chat lese ich gerade vom Spammer oder Spämmer, ja, dass er verstanden hat, die Sonne hat unser Sonnensystem verlassen. Carsten hat Sonde gesagt. Sonde. Und ich, sind zwar Unterschichten-Podcast, wir wollen nicht, dass unsere Teilnehmer hier als tumbe Idioten abgetan werden. Ja? Und ganz kurz, ich muss das mal sagen, ich glaube nicht an den Mond. Jetzt ist es raus. Ja, okay, damit haben wir dieses Thema noch wirklich rund abgeschlossen. Du glaubst an das große, runde Ding aus Käse. Ja, also Sonde. Ja, aber wie gesagt, auch unvergessen hier seine Unterhaltung mit Chetner, ne? Wo Chetner dann zurück twittert, schreibst du gerade wirklich aus dem All? Und er dann so, ja, Standard-Orbit-Captain, signalisiere Lebensform und sowas. Und sie dann noch Nimoy und Will Wheaton reingeholt haben. Das ist so totale Nerd-Overflow gewesen. Ja, aber der hat es verstanden. Also der hat es doch tatsächlich verstanden, die Medien, die junge Leute nutzen und auch die Themen so aufzugreifen, um, wie du selber sagst, irgendwas, was so ein bisschen angestaubt war und wo die NASA ja auch gerne mal eben für kritisiert wird, dass das alles so auf einem komischen Level momentan ist. Also nicht mehr so wie früher, hey, die fliegen zum Mond und alles und super und erster Space Shuttle Start. Nee, dass er tatsächlich wieder Leute dafür begeistert hat. Also es ist ja wirklich, ich meine, wer die Augen nur ein bisschen geöffnet hat im Netz, der ist ja auf die Videos und was weiß ich mal von Hatfield gestoßen. Also das war ja echt, fand ich toll. Ja. So, darf ich noch so ein, zwei Nerd-Themen raushauen, weil dann können wir wieder zu was Seriösen übergehen. Dann musst du gehen, ja. Dann musst du essen. Ja. Genau, dann sind die Schnitzel fertig. Nee, ich hab gesagt, nee, es gibt heute gefüllte Paprikaschoten mit Reis und Tomatensauce und ich habe alles gesagt, erst um 9. Das heißt, ich habe einen Zeitpuffer. Das finde ich sehr gut. Ich habe auch einen dich, Puffer. Nur für dich? Ja, du hast einen dicken Puffer, ich weiß. Ich hätte gern Kartoffelpuffer. Ganz kurz, die totalen Nerd-News, die man einfach so schnell runterhauen kann. Habt ihr mitgekriegt, dass es eine Robocop-Statue geben wird? Nein. In Chicago? Detroit, genau. In Detroit, genau. Und zwar offiziell, so eine 3 Meter hohe Robocop-Statue. Wie geil ist das denn? War, aus welchem Grund? Ich weiß nicht, weil jetzt das Remake kommt oder sowas, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe nur das Bild gesehen, wie so ein Typ in einer 3-Meter-Figur steht, aus der jetzt so eine Gussform gemacht wird und dann wird das ganze Ding in Bronze gegossen. Also es ist wirklich offiziell anscheinend. Das ist nicht irgendein Fake und nicht irgendjemand, der just for fun so eine riesen Statue bastelt. Aber die wird doch wahrscheinlich sofort gekippt, wenn das Remake denn mal endlich kommt. Ich habe keine Ahnung. Ja, hast du doch keine Bilder von dem Remake gesehen? Doch, das Ding sieht aus, ich weiß nicht, ob sie gekippt wird, aber das Remake hat für mich geht halt... Geht ja auch so hölzern. Nee, ja, aber, leider, ja, leider nicht. Der wird halt das wird so sein wie bei Crysis. Also dieses sieht aus wie so ein Kampf. Stimmt, sieht tatsächlich aus Crysis, ja. Ja. Oder hier G.I. Joe-Zeug, diese Beschleuniger. Was machen wir denn mit den ganzen Unicorn-Memes und sowas dann? Also das ist ja eines der geilsten Bilder. Ihr kennt das Bild, oder? Ja. Robocop auf dem, ja klar. Robocop auf dem Einhorn. Ja. Also das ist, Kinder, googelt das. Ja, Robocop und Unicorn. Gibt es das eigentlich in High Definition? Das ist einfach, das kann man sich jetzt einfach so im Kopf vorstellen, ja, aber ihr müsst es sehen. Ich würde das gerne ausdrucken.
Ja, das ist, kannst du das zeigen, Micha? Das ist halt wirklich göttlich. Ich finde das bestimmt nicht so schnell. Macht mal weiter, dann versuche ich das jetzt mal zu finden. Einfach nur Robocop und Unicorn. Ja, aber ich habe hier eine Tastatur, die irgendwie 8 Kilometer von mir wegsteht. Du hast so kurze Arme, das ist alles. Nee, aber das verstehe ich halt auch nicht, wie sie den Look da so komplett, aber das ist ein ganz anderes Thema. Dann wäre das ja hier zu filmlastig. Apropos, das letzte Filmthema, die Original Flash Gordon Space Rocket ist bei eBay. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt noch da ist, aber bei 250.000 habe ich beschlossen, nicht mitzubieten. Was ist das denn, was ich jetzt hier für ein Bild gefunden habe? Das geht doch nicht. Das ist doch nicht das Echte. Mit Brüsten? Das seht ihr ja gar nicht. Nee, das Pferd auch so metallisch, also das Pferd, das Einhorn. Das ist nicht das mittlerweile ganz viele von, das ist ja toll. Ja. Nee, das ist ja furchtbar, da findet man wirklich ja Millionen. Ich glaube, das Original ist, gibt ja einmal diesen Druck, ne, das aussieht wie so ein Ölgemälde. Genau, das habe ich gerade gefunden, ja. Das ist, glaube ich, das Älteste. Das habe ich gerade hier noch gefunden, ja, aber keine Ahnung. Wurscht, ist auch egal. Aber hat sich jetzt jemand als Einhorn und Robocop verkleidet. Das, das ist natürlich auch sehr schön, ja. Wollen wir zurückspringen zu was sehr Technischem? Skynet? Skynet? Google arbeitet mit der NASA zusammen, um wirklich künstliche Intelligenz halt, dein WLAN heißt nicht wirklich Skynet. Natürlich. Das ist doch... Finde ich gut. Das ist doch dieses Nerd-Klischee. Wenn man irgendwas hat, ein Netz hat, muss man Skynet nennen. Das heißt aber mittlerweile sogar Skynet 2. Weil du provozierst das, du provozierst unser aller Untergang. Nee, ja. Die bauen irgendwie so einen Quantencomputer und versuchen, künstliche Intelligenz hinzukriegen. NASA und Google. Das würde dich dann aber, glaube ich, sehr freuen. Ja, natürlich. Nein. Ja, ich finde auch mit der Welt ist einfach mal langsam gut. Also, sehr langweilig. Hier kann gerne. Oh, ein Einhorn, das einen Regenbogen pisst. Ja, schön, dass wir dieses Thema jetzt auch haben. Auf Hasen. Gott, ist das episch. Eklig. Episch ist was anderes. Hier ist eine Katze. Amerikaner machen so komische Dinge. Hier ist eine Katze, der jemand ein Horn aufgesetzt hat. Aber wo Katze? Habt ihr diese Neko-Font letztens gesehen? Ja, wo du... Fantastisch. Also, ich meine, damit ist doch tatsächlich wieder bestätigt worden, dass das Internet primär aus Katzensachen besteht und aus Porno. Ja. Aber da wir ja hier auch Leute haben, die nicht so alt sind wie wir drei zusammen, erwähnen wir dieses Wort nicht mehr. Nee, ja, wie war das, wenn man die Pornos ausschalten würde, gäbe es nur noch eine Webseite und darauf stände, gib uns die Pornos wieder? Ja, wahrscheinlich. Zitat Scrubs deswegen. Aber ich poste mal dieses Bild in den Chat, weil diese bitte. Katze guckt dermaßen glücklich, dass sie... ein Plastikhorn, das aufhat. Und das ist tatsächlich ein Werbe... Also das kann man kaufen offensichtlich. Gott, und die guckt ja auch wirklich sehr glücklich. Ich zeig's jetzt nicht. Ich habe da jetzt keine Lust zu. Unglaublich. Aber wo waren wir jetzt dran? Jetzt. Bei den Quantencomputern mit Google und der NASA. Ja. Aber das... Ich habe nur die Headline eben in meiner Mittagspause gesehen, ist irgendwie heute die News rausgekommen. Ich habe es nicht weiter gelesen. Google hat mich ja gestern auch überrascht mit ihrer großen Google I.O. Präsentation dann, wo sie dann irgendwie hier Larry Page schon irgendwie sagte, keine Ahnung, dass sie irgendwas Neues bauen, also dass das Ziel von Google ist und unser aller Ziel sein soll, was noch nie da war. Und was macht Google dann? Sie stellen einen Musikstreaming-Dienst vor, den es ja noch nie gab. Und das finde ich schon. Ja, traurig irgendwie. Ich habe auch mehr erhofft. Wann kommt auf der Republika lief raus? Auch jemand mit Google Glasses rum. Perfekte Überleitung. Also es war auch denjenigen, den ich gesehen habe, das Ding war definitiv fake. Das kam irgendwie aus dem 3D-Drucker. Der stand mal in der Schlange irgendwie an der Essensausgabe vor mir. Und da konnte man eindeutig die Pressränder sehen. Aber mir hat jemand gesagt, angeblich lief ein anderer mit einer echten rum. Ich glaube das nicht wirklich. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Also unabhängig von diesem Nerd-Gedanken, dass das natürlich ein verdammt cooles Gadget ist. Ist es? Ja, grundsätzlich vom Grundgedanken ist das erstmal so ein Sci-Fi-Traum, finde ich. Auf jeden Fall. Aber das wäre ja der Nachsatz gewesen. Moment. Abgesehen davon, dass das ein cooles Gadget ist, wer würde wirklich mit so einem Ding erstmal rumlaufen wollen? Also ich möchte das ja mal für mich trennen, weil ich finde ja den HUD-Teil dieser Brille, also wer noch nicht weiß, was ein Google Glasses ist, ist eine Brille, die Google irgendwann mal rausbringen möchte. Das hatten wir doch alle schon als großes Thema hier. Ja, aber wir haben ja 3 Monate Pause, wir haben 1000 neue Hörer. Aber gerade da haben doch die Leute alle alten Folgen gehört. Sven, denk doch Ich bin fertig, ich habe die Klammer schon geschlossen. Du bist derjenige, der jetzt wieder 500 Ausflüge macht. Tonreiten, mein Job, der Tonreiter. Also ich finde halt die Kamera da drin so problematisch. Weil ja, die ist das, was sozial problematisch ist, dass du permanent auf Leute mit einer Kamera zeigst. Ja. Diesen HUD-Teil, dass ich also irgendwas in mein Blickfeld projiziert bekomme, das finde ich total gut. Aber die Kamera da drin, die brauche ich nicht. Hallo, überleg einfach mal, was die Japaner damit machen werden.
Nur die Japaner. Überlegt, was da passieren wird. Ja? Also die müssten halt so viel einbauen, dass du erkennst, dass gerade ein Foto gemacht wird. Und das könnte ja wieder durch den Jailbreak wieder zurückgenommen werden. Das heißt, jeden, den du siehst... Die Kamera zwitschert doch dann, wenn ein Foto gemacht wird. Ja, jeder, der diese Brille hat, da denkst du gerade, okay, der kann jetzt immer ein Foto machen und ich krieg nichts mit. Ja, der kann vor allem filmen die ganze Zeit und du kriegst es nicht mit. Ja, aber das ist doch richtig für dich. Du filmst doch jetzt auch schon, also machst Fotos zu jeder Tageszeit, wenn dein Essen vor dir steht. Ja, aber du siehst, ich möchte dazu nur mal als kleinen Exkurs noch mal dieses Black Mirror empfehlen, was Micha mir mal ausgeliehen hat. Da gibt es, das ist so eine kleine, was ist das, eine Miniserie? Wie möchtest du es bezeichnen? Es ist eine Serie, die allerdings nur 3 Folgen pro Staffel. Genau, es ist so ein bisschen Twilight Zone-mäßig, also es nicht zusammenhängt, sondern jede dieser Folgen behandelt so eine Theorie, wie etwas sein könnte, ist nicht immer Zukunft, aber 2 davon sind so ein bisschen Zukunftsperspektive und eine davon behandelt halt so ein, als wenn jeder Mensch seine Erinnerungen 100%ig in einem Chip im Kopf speichern könnte, also so videomäßig wieder abspielen könnte. Und das wäre ja im Grunde so, dass mal so Google Glass ist weitergedacht. Und das macht tatsächlich viele Probleme und die möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Aber wenn wir schon gerade bei Black Mirror sind, da gibt es mittlerweile die 2. Staffel von, wieder 3 Folgen, die nicht minder schlecht sind. Ganz im Gegenteil, die sind teilweise noch erschreckender. Möchte ich noch einen kurzen Exkurs machen, wenn ich darf? Natürlich. Und zwar nochmal zur Republika zurück. Es gab nämlich tatsächlich einen Vortrag, der so als einer der Highlights sich herausgekehrt hat. Ich habe ihn leider nicht live gesehen. Das war, ich glaube, er hieß How to Become a Cyborg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war ein Pärchen, die so ein bisschen darüber erzählt haben, was man schon mit so Hausmittelchen für Sinneserweiterungen man sich basteln kann. Da ging es eben unter anderem um das, was auch auf dem Chaos Communication Congress schon mal gezeigt wurde, dass eben Leute sich so kleine Magnetplättchen unter die Fingerkuppen implantieren, damit sie eben so elektromagnetische Wellen spüren können und sowas. Was aber sehr spannend war, der Herr des Pärchens, das da gesprochen hat bei diesem Talk, ist farbenblind von Geburt an und zwar 100%ig, also kann wirklich nur Graustufen wahrnehmen. Es gibt mehr als Grautöne? Naja, es gibt, du weißt das doch am besten. Es gibt, also er hat mit so einer, er nennt das Ding iBorg herum experimentiert. Das heißt, vor irgendwie 10 Jahren hat er damit angefangen und trug noch so einen 4-Kilo-Rucksack mit sich rum, wo ein Rechner drin war, der ihm mit Hilfe einer Kamera, die er auf den Kopf geschnallt hatte, eben Farbtöne in akustische Töne umgewandelt hat. Und das wurde über die 10 Jahre hinweg immer weiter verbessert und mittlerweile ist es nur noch so ein kleiner Pin, den er eben über den Kopf hängen hat und den er dann eben auf Farben richten kann und das eben in Töne umwandelt für ihn. Und warum denn gerade Töne? Weil das, du musst in Riechen umwandeln, wäre ein bisschen schwierig. Nee, aber mit so einem Display wäre doch schöner, dass dann sagt, das ist blau. Ja, er ist ein sehr musikalischer Mensch. Also er hat auch irgendwie mit Klavier viel zu tun und sowas. Und er macht damit auch tatsächlich so Performances. Das heißt, er zeigt irgendwie auch Farben oder designt auch Klamotten. Seine Freundin hatte irgendwie ein Kleid an, dass wenn er das von oben nach unten angeguckt hat, dann hat das, ich glaube, Moon River gespielt. Also eine Melodie eben. Das heißt. Oh, mir fallen ganz viele böse Sachen zu diesem Kongress ein, aber. Auch. Aber den Talk kann man sich mal angucken. Das gibt so ein gutes Feeling dafür, wo man mal so was sieht, was man so jetzt nicht auf der Konferenz erwartet hätte. Ich kann das mal kurz raussuchen. Aber ein gutes Thema. Also tatsächlich ein gutes Thema. Ein anderes Thema aufrollt. Wir rollen. Carsten, lass uns rollen. Ich kann nicht rollen, das hört nie wieder auf. Es ist doch bergab und so. Ja. Schlechte Sachen. Das ist doch das von Nintendo mit dem Gaspedal und so. Ja, das ist, ne? Aber ich wollte dich jetzt eigentlich in ein anderes Thema reinschmeißen, Sven. Mich? Ja, natürlich, weil wenn wir doch jetzt hier mal zu einem anderen Gaming-Thema rüberkommen müssen, dann hast du ja tatsächlich so ein Grundsatzthema gerade. Nämlich ein Grundsatzthema? Ja, dass du für dich den PC wiederentdeckt hast. Oh! Ja, was heißt wiederentdeckt? Ich wusste ja schon die ganze Zeit, dass er da war, aber ich habe immer sehr gegen ihn gewettert. Richtig. Ja. Du als alter Doom-Fan, du hättest noch nie den PC. Aber das Doom gab es ja überall. Ja, Doom gab es überall. Ja, aber richtig gespielt hast du es ja nur auf einem PC. Und es ist ja auch nicht so, dass ich. Also, ich das Problem war eben, der PC war für mich jahrelang immer so ein hatte ich keine Zeit und keinen Bock für, weil Treiber, bla. Meine große Rückkehr vor ein paar Jahren kann man bei mir alles im Blog nachlesen. Ich habe das sollte eigentlich eine 3-teilige Serie werden. Genau, wir machen ab sofort nur noch Blogcasts, wo wir dann nur noch sagen, genau. URL, das und das, da lest ihr das, URL, da lest ihr das. Da ist auf jeden Fall die ausführlichere Geschichte. Immer dieses Wettern gegen mich, das verbraucht alles Zeit hier. Lass mich doch einfach mal ausreden.
Ich habe auf jeden Fall lange Jahre Konsole gespielt, hauptberuflich Konsole gespielt, und hatte jetzt irgendwie das Bedürfnis, mir mal wieder einen Gaming-Rechner zu kaufen, aber mit speziellen Anforderungen, nämlich nicht so ein hochgezüchtetes Ding mit Leucht drin und Wasserkühlung und kann man nicht durch die Gegend schleppen, sondern ich wollte was Mobiles, was ich auf meinen zahlreichen durch die Welt Jet Du legst es aber auch drauf an, oder? Es ist natürlich doch tatsächlich so, dass du keinen Satz aussprechen kann, ohne dass hier bei mir so die kleinen Lampen, die auf irgendwelche Keywords von dir reagieren, hochbringen, sollen, jetzt ganz schnell diesen Knopf hier drücken. Du magst es doch. Ich muss dir doch auch irgendwelche Vorlagen liefern, sonst wärst du ja nicht lustig. Von dem heraus kommt ja nichts. Wo war ich jetzt, bevor du mich völlig aus dem Thema herausgerissen. Einen speziellen Rechner, der nicht dick aufgeblasen ist, keine Wasserkühlung, genau. Kein also Leucht, auf jeden kein Ding, sondern portabel auf deinen vielen Reisen, die du unternimmst. Wenn Micha fertig ist, dann fang ich. Du nimmst deinen Rechner wirklich mit? Na, du kennst doch Svens Situation. Sven pendelt doch momentan zwischen zwei Städten, ich weiß nicht in welchem Rhythmus, hin und her. Also so zieht, einmal im Monat. Zieht quasi mit allen wichtigen Sachen des Lebens immer mal um. Und genau. Da sollte man portable Sachen haben. Und vor allem auch innerhalb der Wohnung möchte man mal umziehen. Was mich am PC immer so gestört hat und was ich ja dann an den Konsolen habe lieb schätzen lernen, ist ja, dass man vor dem Fernseher spielen möchte. Und so ein großes Tower-Gehäuse, das hat man dann, ne, das kann man dann entweder vor den Fernseher oder entweder ins Büro stellen. Oder wenn man mal wo ganz anders spielen möchte. Mit vor dem Fernseher meinst du jetzt tatsächlich am Fernseher oder am vor dem Fernseher, während da Vera am Mittag läuft? Auf dem entsprechend großen Anzeigeutensil, was man so im Wohnzimmer rumstehen hat, mit den entsprechenden Boxen, in die man eine gewisse Stange Geld investiert hat und auch dem bequemen Sofa, auf dem man sitzt. Merkst du das? Merkst du das, Carsten? Da ist es wieder. Wenn du dich so leicht provozieren lässt. Das ist doch nicht provozieren. Das sind alle nur die Chat-Leute, die sitzen da und schicken mir schon wieder Nachrichten. Der gibt wieder an. Der gibt an. Mach die Grillen. Ich versuche das eigentlich nur mit Metaworten auszuschmücken, damit sich das Ganze nicht so langweilig anhört. Darf ich jetzt mal? Natürlich. Bitte. Fürchterlich. Als wenn wir dich unterbrechen. Und dann, ich wollte auch nicht viel Geld ausgeben. Also ich wollte mir jetzt nicht so ein Alienware 500.000 Euro, 6 Milliarden, kann man Spiegeleier drauf braten, wenn er an ist, Laptop kaufen, sondern das sollte wirklich signifikant unterhalb der 600-Euro-Grenze sein. Und das habe ich auch gekriegt. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen in die Grafikkarten wieder reingefuchst. Das war irgendwie wie like it's 2001. Und habe mir dann einen kleinen Laptop gekauft und dann hat mich so meine gute alte Gaming-Gear-Vorliebe gepackt. Das heißt, ich wollte dann so ein möglichst effektives Setup bauen, weil wie gesagt, ich wollte es innerhalb der Wohnung rumtragen und ich wollte es zwischen verschiedenen Standorten hin und her tragen. Also hast du dir einen Media-PC gebastelt, der spieletauglich ist? Nö, ich habe mir einfach nur ein Notebook gekauft. An dem Notebook selber habe ich nicht rumgebastelt. Das war so out of the box fertig. Aber es ging um Peripherie. Das heißt, ich wollte möglichst Funktastatur haben. Die sollte nicht schwer sein. Die sollte irgendwie für die Couch geeignet sein. Die sollte auch mal eine Cola aushalten können. Es sollte also alles nicht sonderlich hoch sein. Aber zusätzlich die Funktastatur, ne? Also nicht irgendwie, dass da so mit abnehmbaren Dingen oder irgendwie so. Nein. Zusätzlich. Also, ne? Und eben auch Funkmäuse und möglichst auch ein Funk-Headset, womit ich auch ein eigenes Subthema aufgemacht habe, denn Funk-Musik oder am PC, wenn man aus der Mac-Welt kommt, wo man einfach mal so ein A2DP-Bluetooth-Headset an das Ding koppelt und dann wunderschönen Stereo-Sound auf den Ohren hat, ohne dass man da irgendwie einen Dongle anstecken muss oder so, dann ist man am PC ziemlich gefuppt. Denn irgendwie scheint es noch immer nicht am PC-Markt angekommen zu sein, dass es so systemweit so ein A2DP-Ding gibt, weil das ist irgendwie in Windows 8 immer noch nicht drin und da muss man sich dann irgendwelche ganz kruden Treiber installieren. Das klappt dann nicht mit jedem, ich habe es sein gelassen, sondern ich bin da auf ein sehr schönes Logitech-Headset gestoßen, was tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau ist und beides kann. Also sowohl so ein Dongle am PC wie auch A2DP, dann wenn man es mal an einem iPhone oder einem Mac oder einer PS Vita benutzen möchte. Ja, und da habe ich eben so ein bisschen zusammengestellt. Ich will das auch noch verbloggen, weil ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich auf jedes dieser Dinge einzeln eingehe. Es ist auch, wie gesagt, kein großes Gebastel, sondern es ist nur so, ich habe halt echt so mir irgendwie 5, 6 Mäuse kommen lassen und rumexperimentiert. Aber was war der Anlass konkret? Das hätte ich jetzt in zweiter Instanz erzählt. Der Anlass konkret war eigentlich, dass mich ein guter Freund mal wieder dazu gebracht hat, EVE Online zu spielen. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass es das so war, mit dem ich ein sehr interessantes Ereignis in meinem eine interessante Erfahrung in meinem Leben gemacht habe. Im Grunde, es war aber das erste MMO, was ich jemals gespielt habe. Ist ja inzwischen 10 Jahre auf dem Markt. Hat auch gerade einen sehr schönen neuen Trailer rausgebracht, den man sich mal angucken kann, wenn man das Spiel noch nicht kennt. Nennt sich, glaube ich, EVE Universe Origins. Sehr schön
schön geschnitten und sehr schön gemacht. Das heißt, ich habe auf meinem Mac einfach mal den EVE-Client installiert und festgestellt, oh, das ist irgend so eine komische PC-Virtualisierungskacke, die da irgendwie endlose Hardware frisst. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Weil ich habe tatsächlich gemerkt, so, dass ich wieder Spaß an dem Spiel entwickelt habe. Also warum ich damals so ein bisschen Angst vor dem Spiel hatte, war, dass ich eines Nachts um 3 Uhr aufgestanden bin, um den Skill zu wechseln. Weil damals konnte man die Skills noch nicht in Auftrag geben. Also das ist nicht so, wie bei WoW. Das heißt, man kloppt Mobs um und kriegt dafür dann eben XP, sondern Skills kriegt man nur über die Zeit. Das heißt, man kauft Bücher und klickt dann auf Lernen und dann dauert das irgendwie bis zu 40 Tage, bis man dann das nächstgrößere Schiff fliegen kann. Und das heißt, das passiert auch, wenn man offline ist. Und wenn dann mitten in der Nacht so ein Skill fertig ist, dann möchte man natürlich auch die Zeit bis zum Aufstehen effektiv nutzen und schon mal den nächsten in Auftrag geben. Das heißt, ich habe mir damals den Wecker so um 3 Uhr morgens gestellt, damit ich diesen Skill wechseln kann. Und da habe ich gemerkt, Freak! Das ist vielleicht nicht so das Richtige für dich. Ich erinnere mich, dass du es damals erzählt hast. Und irgendwie Fazit war ja tatsächlich, eigentlich möchtest du ein Spiel spielen und keine Hauptbeschäftigung nachgehen, nämlich irgendwie Asteroidenbergbauer oder sowas. Mich hat aber tatsächlich interessiert, wie so nach 10 Jahren sich dieses Spiel entwickelt hat, weil es ist ja schon bemerkenswert. Also nicht viele MMOs halten 10 Jahre durch, ohne signifikante Änderungen in Form von Nachfolgern meistens zu bekommen. Und EVE ist wirklich so ein Ding, das evolutioniert so vor sich hin, eigentlich permanent. Da kommen alle paar Monate Add-ons für raus, die auch kostenfrei sind. Die sind immer noch nicht free-to-play, was sie auch, glaube ich, so bald nicht werden, weil die paar effektiven Leute, die das spielen, das ist so eine eingeschworene Community und die zahlt diese, ich glaube, 15 Euro kostet es, wenn man Single-Monat-Abonnement hat. Das ist echt ein sehr bemerkenswertes Spiel, weil man kann wirklich von bis da drin machen. Also das ist schon auch eine berufliche Beschäftigung, wenn man möchte. Weil das Wirtschaftssystem, was da drin ist, ist komplett von Spielern geregelt, bla bla bla. Will ich jetzt nicht so intensiv drauf eingehen. Auf jeden Fall, ich wollte es mal wieder spielen, hab dann, wie gesagt, Mac und dann gedacht, nee, komm, das ist doof. Und so ein Gaming-Rechner wäre ja schon irgendwie schön, weil so Steam, ne, im Moment, wir sind am Ende der Konsolengeneration. Auf Steam kriegt man teilweise die Spiele, die man irgendwie auf dem PC oder auf Konsole für 60 Euro neu kaufen muss, kriegt man so im Sale am Wochenende mal für 15 Euro. Und das hat sich irgendwie gelohnt. Irgendwie hatte ich Bock da drauf. Auch mal wieder, weil ich auch großer Fan zum Beispiel von hier Good Old Games bin, wer das noch nicht kennt. Das ist so eine Seite, die sich zum Auftrag gemacht hat, so die ganzen alten Spiele so aus der goldenen PC-Ära von um die 2000er Jahre rum wieder auf heutigen Rechnern lauffähig zu machen und für günstig Geld anzubieten. So alles DRM-frei, sehr, sehr schön. GOG.com, wenn man da mal gucken möchte. Da hatte ich mir auch so jetzt über die letzte Zeit so eine kleine Library aufgebaut. Ich hatte ja, glaube ich, auch mal erzählt, oder nee, da hatten wir, glaube ich, schon nicht mehr gecastet, dass System Shock 2 da eine sehr, sehr schöne, moderne Sockelerhebung bekommen hat, weil das tatsächlich jetzt mal unter Windows 7 und so läuft und sehr schön angepasst ist. Und dafür hatte ich eigentlich dann damals schon den Plan entwickelt, so, bau dir doch mal so einen Rechner, wo du die ganzen alten schönen Spiele so um die 2000er Jahre eben rum wieder spielen kannst, weil das ist für mich so wirklich 2001 und das ist so die goldene PC-Ära für mich gewesen, wo eben Sachen wie Deus Ex rausgekommen sind oder Undying oder, jetzt müsste ich auf meinen Rechner gucken, was da alles so rausgekommen ist, eben unter anderem eben auch System Shock oder müsste ich jetzt, wie gesagt, auf den Rechner gucken, habe ich gerade nicht parat hier. Und ja, das kam dann irgendwie so alles zueinander und dann habe ich gedacht, komm, jetzt oder nie, ne, kauf mal. Und dann hat mich das so eingesaugt. Das heißt, ich habe wirklich die letzten 4 Wochen eigentlich nur, wenn ich Zeit zum Spielen hatte, PC gespielt statt Konsole. Das heißt, Bioshock Infinite liegt immer noch halb ungespielt rum und das noch nicht der Verschweißverpackung entnommene Tomb Raider liegt auch noch einfach rum. Und jetzt habe ich einen sehr langen Monolog gehalten, wollt ihr mal Zwischenfragen stellen? Hallo und herzlich willkommen zu 61. Ach nee, halt. Ja, das kannst du sehr genossen, weil ich finde es ja schön, wenn jemand zurück zum PC kommt und GOG ist halt auch eine Sache, das kann man mal erwähnen. Das sind sehr viele schöne Perlen drin. Manchmal finde ich die Preise nicht ganz so fair. Also ja, denke ich mir, das ist das muss nicht sein. Aber letztens gab es wieder so ein Sale mit irgendwie sämtlichen D&D-Spielen, so von Baldur's Gate 1 über Planescape Torment bis hin zu Neverwinter Nights und sowas, für, ich glaube, 18 Euro. Der ist ja nun wirklich fair. Also. Das war echt Wahnsinn. Das waren irgendwie 30 Spiele. Also Icewind Dale 1 und 2, bla bla. Es war echt Wahnsinn. Also gerade diese Sales sind halt das, wo man sehr viele schöne Perlen abstauben kann. Und ich glaube, kein Mensch kann in seiner Lebenszeit diese ganzen D&D-BioWare-Spiele durchspielen. Das geht nicht. Ja.
ja, das war's im Wesentlichen eigentlich. Also ich habe wirklich angefangen, auch wieder mal mein WoW-Abo zu abonnieren, zu restarten und mal zu gucken, was sich da so getan hat. Und festgestellt, hey, das kann man jetzt auch als berufstätiger Mensch und gerade als selbstständiger Mensch, der so eigentlich ne, selbst und ständig arbeitet, inzwischen ganz gut spielen, weil durch diesen Dungeon-Finder und sowas kann man da wirklich mal reinhoppen, eine halbe Stunde eine Instanz spielen, ist wieder raus und hat ein Erfolgserlebnis gehabt. Das ist nicht so wie früher, wo man irgendwie 28 Stunden täglich PvP machen musste, um sich was zu erarbeiten, was man sonst nur im Raid bekommen hat. Ja, und ich bin eigentlich sehr angetan, weil ich habe ja wirklich 8 Jahre mich im Grunde fast gar nicht mit dem PC beschäftigt, nur so peripher mal ne, irgendwelche Ports für meine guten alten Klassiker wie Doom, ja, man darf es inzwischen sagen, ich finde es gut, installiert habe oder für andere Spiele von dieser Software-Schmiede. Aber ich habe mich eigentlich nicht so mit dem aktuellen Markt beschäftigt. Aber mit dem aktuellen beschäftigst du dich ja abgesehen von EVE Online und WoW eigentlich auch nicht, oder? Ja, doch, weil ich habe natürlich auch wieder so die Sachen, die bei mir rumlagen, so in Half-Life 2 oder so mal wieder installiert. Und da kommt man ja an Steam nicht vorbei. Ach so. Und da habe ich mir, wie gesagt, also unter anderem diese Sales, die da stattfinden, die sind ja schon nicht zu verachten, was man sich da so abstauben kann. Ich glaube, ich habe mir gerade irgendwie Metro 2033 für 2,50 Euro geschossen und habe auch überraschend viel Spaß an dem Spiel. Was ja, aber manchmal, ich bin ja ein totaler, da muss ich mal reingrätschen. Ich liebe Steam und ich nutze es auch wirklich viel und Steam macht es wirklich einfach, legal zu spielen, weil früher war es halt so ein Kavaliersdelikt, ne? Aber es ist ja auch total anstrengend, ein Spiel Raub zu kopieren. Es ist ja nicht nur, du redest runter und crackst es. Ja? Und Steam hat es wirklich so einfach gemacht zu zocken, dass überhaupt keinen Grund mehr, außer Geld natürlich bestünde. Aber beim Geld, ich habe mir Hitman Absolution gekauft, als es rauskam. Ja? Ich habe 50 PayPal-Euren auf den Tisch geblättert, ja, um dann 2 Wochen später bei einem Aktionspreis zu sehen, dass das ganze Ding noch 12 Euro kostet und mittlerweile bei 7 verschrammelt wird. Weißt du, ja, dann aber in dem Moment war es dir 50 Euro wert. Das ist immer ja, aber wenn das innerhalb von 2 Wochen so schnell passiert oder 3 Wochen, dann ärgerst du dich wirklich. Ja, aber ansonsten, das ist doch immer so. Und gerade beim PC. Nee, nicht so krass. Wenn du jetzt mal guckst, was die aktuellen, du musst ja nur in den Shop bei Steam gehen, die aktuellen Spiele kosten immer noch um die 30, 40 Euro. Skyrim, 30 Euro. Keine 50. Ja, aber auch keine 12. Ja, ja, also diese Sales oktroyieren einem natürlich sehr viel, so was man jetzt zu spielen hat. Ne? Also wenn man jetzt gerade Bock auf das und das Spiel hat, dann weiß man immer, ja, morgen könnte es on Sale sein. Ist mir auch tatsächlich passiert. Ich bin nämlich infiziert worden von dem guten Leo, der ja auch schon mal mit gequopcastet hat. Von einem Spiel, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, namens Euro Truck Simulator 2. Klingt jetzt total bescheuert, macht aber unheimlich viel Spaß, wenn man mal einfach einen ruhigen Nachmittag verbringen möchte. Das ist total entspannt und eigentlich echt ein witziges Spielchen so mit, ne? Den eigenen Truck kaufen, rumfahren, ein bisschen Aufträge annehmen. Also so ein Privateer ohne Ballern auf deutschen Autobahnen. So wieder der Wuppertaler Schwebebahn-Simulator. So ungefähr. Ja, naja, da fährt man ja noch weniger. Jedenfalls ja, für das Spiel habe ich dann an dem Abend, weil es mir so brühwarm schön geredet wurde in einem Skype-Gespräch, dann 29 Euro hingeblättert, nur um am nächsten Tag festzustellen, dass es für 12,99 on Sale war. Ja, das ist dann ja, das ist übrigens war on Aber Sale, gesagt, wenn natürlich die ganzen Sachen kommen, über Weihnachten, Ostern, Thanksgiving oder sonst was, da macht Steam dich arm. Also da macht es dich wirklich arm, weil da siehst du, oh mein Gott, nur noch 6 Euro kaufen. Ich habe eine so große Steam-Bibliothek, ich werde das im Leben nicht spielen können. Aber wo wir gerade beim Gaming-Thema sind, hier die Story ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber für mich schon, weil ich es kürzlich durchgespielt habe. Habt ihr das mitbekommen, habt ihr von Game Dev Tycoon? Du meinst mit dem mit der Piraterie? Kopierschutz quasi? Ja, super. Ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Ich habe das mittlerweile 2-mal gekauft, weil es keinen Support-Button da gab. Ich habe das noch einem Freund geschenkt. Es kostet, glaube ich, 6, 7 Euro, wenn du den Wechselkurs dann mitnimmst. Ja, ich meine 8 Dollar, meinst du? Ja, genau, 6,5 Euro oder sowas. Ich habe da Stunden dran gesessen. Ich habe so ein ähnliches Spiel mal auf dem iPhone gezockt, das war auch ganz nett. Das hieß da, glaube ich, Game Dev Tycoon. Nee, Game Dev Story. Umgekehrt. Game Dev Story und das auf dem PC oder Mac oder Unix heißt Game Dev Tycoon. Und ich habe echt mordsmäßig Spaß gehabt und ich kann es jedem empfehlen, diese 6 Euro, du kriegst es, kannst es jetzt noch nicht bei Steam kaufen, die haben sich bei diesen Greenheart Games da oder Greenlight Games da beworben.
Aber du kaufst es für 6 Euro, kriegst die Mac, die PC und die Linux-Unix-Version und sobald es bei Steam ist, den Steam-Key und es macht einen Heidenspaß. Also kann ich nur empfehlen. Und es ist auch ganz witzig, was sie da mit dieser Piraterie-Geschichte genau, gemacht das musst haben. Du jetzt noch kurz erzählen. Genau, die haben an dem Tag, wo sie das Spiel released haben, haben sie selbst eine gecrackte Version in die Torrents hochgeschoben. Ja, und die Version war exakt identisch, bis auf den kleinen Unterschied in dem Moment, wo du ein erfolgreiches Spiel publizierst. Das muss man sagen, du entwickelst in diesem Spiel Spiele und vermarktest die, ne? Und in dem Moment, wo du ein erfolgreiches Spiel vermarktest, kommt irgendwann die Meldung, ah, Chef hier, das Spiel wurde raubkopiert, wir haben keinen Gewinn gemacht, ja? Aber auch nur bei der raubkopierten Version natürlich. Und dann waren die Foren von den Entwicklern natürlich voll, wo irgendwelche Leute geschrieben haben, hier, was soll denn der Scheiß? Meine ganzen Spiele werden raubkopiert. Kann man dagegen nicht was unternehmen? DRM-Geschichten oder sowas, ne? Und das Absurde, das hat auch nur da funktioniert, die haben halt überhaupt nicht realisiert, dass sie ja im Grunde einen Spiegel vorgehalten bekommen. Ja, wobei das Erschreckende daran war natürlich tatsächlich das Verhältnis, ne? Ja, von irgendwie gekauften 3000, zu gecrackten Versionen. Ja, ja, das war irgendwie, kann man auf Greenheart Games heißen die, glaube ich, ne? Heißt die Entwickler so? Nicht mal, mit Green war es irgendwas, ja. Ja, aber also, das fand ich schon echt hart. Das war ja ungefähr so, dass irgendwie bei 10 verkauft oder bei 10 gespielten Spielen 8 davon gecrackt waren und 2 eben nicht, ne? Und das, puh, ist schon irgendwie ich guck gerade mal. Ich habe das gerade hier. Aber warte, die Aktion ist einfach nur herrlich. Also die ist so geil. Ich lese mal ganz kurz vor Statement dieser vor. Idee. Hier, why are there so many people that pirate? It ruins me. I had like 5 million and bla bla bla. Also die kotzen sich da richtig geil aus. Und das Verhältnis am ersten Tag war 93,6% raubkopiert und 6,4% gekauft. Also 3.100 das muss ich mal echt reinziehen. Gegen das ist, 240. Also ich meine, oh Mann. Zieh das mal rein. Ja, 93% Raubkopien. Ja, ich mache Werbung für das Game. Kauft es euch. 6,49 € sehe ich gerade. Für 6,49 € habe ich schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Ja. Jetzt das ist die dritte Kunstpause, die wir hier einlegen. Ja, aber meine war schweinisch. Ich kann auch noch Werbung für ein kleines Spiel machen. Mach mal. Für das ich allerdings den Key von einem Freund zur Verfügung gestellt bekommen habe. Nämlich für Guns of Icarus Online. Das ist ganz nett, so ein Multiplayer-Shooter, bei dem man mit 4 Leuten zusammen ein Luftschiff steuert. Okay. Und hat echt eine sehr nette Grafik und spielt auf so Maps, wo man dann eben mit den Luftschiffen rumfliegt und sich gegenseitig so bekriegt. Man kann 3 Klassen einnehmen, also es gibt den Captain, den Engineer und den Gunner. Die haben dann an ihren jeweiligen Stationen auf diesem Luftschiff bessere Performance jeweils, ne? Also kann man sich ausrechnen, wer in wo besser drin ist. Und das ist halt so ein schöner Jules Verne-Stil und es ist wirklich so vom Prinzip her ein Ego-Shooter, also man sieht es aus der Ego-Perspektive, läuft auf diesem Schiff rum, geht dann so an Kanonen ran, ballert dann mit den Kanonen auf das andere Luftschiff, dann muss der Captain irgendwie koordinieren, dass man da irgendwie das Ding immer auf der richtigen Seite hat. Es gibt so verschiedene Luftschiffe, die kann man unterschiedlich ausstatten. Entern, glaube ich, ne? Kannst du rüberspringen? Nee, Entern ja? Noch nicht. Soll kommen. Okay. Sah so aus gerade in dem Video. Ich weiß nicht genau, ob es noch Beta ist. Sie verkaufen es, glaube ich, schon. Momentan. Ja, ist für einen Zehner bei Steam, sehe ich gerade. Genau, ist für einen Zehner bei Steam. Und man kann auch so ein Paket mit 20 Euro kriegt man, glaube ich, direkt 4 Keys, um dann eben direkt das ganze Luftschiff mit Freunden zu versorgen. Und man muss das mit 4 Leuten spielen? Oder? Nee, muss man nicht. Du kannst dich natürlich auch einfach so free-to-play, also Quatsch, free-for-all machen. Das heißt, dann werden andere Leute in die Plätze reingepackt. Oder aber schon dein Luftschiff wird mit KIs. Gut, das wäre jetzt die Frage. Genau. Oder aber ich sehe gerade, die Grafik ist doch echt schick. Also die ist so ein Steampunk-Look, ja. Ne? Und läuft an auch echt gut. Also hat nicht so die Mega-Hardware-Anforderungen. Und läuft dafür eigentlich ganz gut. Entschuldigung, sieht dafür ganz gut aus. Werde ich mir mal merken, ist mal was Neues. Momentan ist das Problem noch allerdings, dass es so ein bisschen substanzlos ist von dem, was man so machen kann, weil es ist im Grunde letztendlich dann nur in Anführungszeichen ein Deathmatch, das heißt, du fliegst auf diesen Karten rum, beballerst dich gegenseitig, hast dabei natürlich Spaß, aber es fehlt so ein bisschen das, ne, das ist man von heutigen Multiplayer-Shootern wie Call of Duty ja gewöhnt, dass man irgendwie sich aufrüsten kann oder sowas. Kann man zwar, aber die Sachen sind rein kosmetischer Natur mit irgendwelchen anderen Hüten oder Klamotten für die einzelnen Klassen und sowas. Aber gut, und man hat ja Team Fortress auch großen Erfolg gehabt. Ich wollte nur abschließend noch sagen, es ist ein sehr schönes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es auch wirklich mal was ganz anderes ist und weil das nicht so ein, man wechselt die Station ist, sondern du läufst wirklich auf diesem Luftschiff rum und klickst die einzelne Station an, so wie, als wenn es ein normaler Ego-Shooter wäre und dadurch ergibt sich halt eine sehr witzige Dynamik, wenn du wie von Taranten gestochen irgendwie über dieses Luftboot läufst, weil im Grunde kann jeder auch reparieren, auch wenn er nicht Engineer ist, nur nicht ganz so effektiv wie dann der Engineer und dann kloppen sie alle mit Gummihämmern auf dem Ballon-Generator und auf dem
dem Antrieb und weiß ich was rum. Also es war wirklich sehr lustig. Mhm. Und die Jungs haben gerade, ich glaube, es ist auch schon gecrowdfundet, auf Kickstarter eine Erweiterung laufen, wo sie an einem Story-Modus dafür arbeiten. Das heißt, wo man dann so ein richtiges, so eine richtige Mission machen kann mit seinen vier Leuten, wo man dann so auch so an Stationen halten kann und Missionen annehmen kann. Und also ich wünsche den Jungs echt alles Gute, weil das ist mal wirklich mal was ganz anderes, so was man so bisher nicht gespielt hat in dem Sinne. Wo wir gerade bei Geld ausgeben sind, noch bevor wir das Gaming-Thema wahrscheinlich zur Seite legen, habt ihr die letzten Videos vom Oculus Rift gesehen und die Pressemitteilungen und die User Experience, also von dieser 3D-Brille? Ja, bei der User Experience habe ich tatsächlich von 99% der Leuten immer nur gehört, dass ihnen tatsächlich schlecht wird. Ja, aber die meisten haben gesagt, es ist schon total, wenn man sich dran gewöhnt hat, extrem krass. Ja. Also und ich habe gerade mal geguckt, diese Developer-Version kostet 300 US-Dollar und ich überlege ja wirklich, ob ich nicht irgendeinen Game-Entwickler finde, der so ein bisschen was kann und mir das Ding einfach mal hole. Du kannst es ja einfach, nimm mal dein iPhone und guck dir damit ein YouTube-Video an und halt das mit einem entsprechenden Abstand, ohne Scheiß. Leider. Carsten, mach es. Auf YouTube gibt es diese Videos, wo du diese zwei Augen quasi siehst. Halt die dem entsprechenden Abstand vor deinem Auge. Es ist nicht gut, aber du siehst, dass es einen 3D-Effekt hervorruft. Okay, werde ich mal ausprobieren. Wahrscheinlich verarschst du mich. Nein, ich verarsche dich nicht. Das ist natürlich nicht hier rumlaufe. Es ist natürlich nicht der Effekt, weil du dich ja nicht bewegen kannst. Du siehst ja nur das, was im Video ist. Und es ist auch nicht gut, weil du hast ja auch so einen leichten Sehfehler und du wirst es nie scharf fokussieren können. Aber du siehst ungefähr, du siehst definitiv, dass es einen 3D-Effekt bringt. Und das ist ja das, was zählt. Und wenn du dann noch dieses komplett abgeschottet hast, dass du dich damit bewegen kannst, wow. Ich glaube vor allem, das Eye-Tracking ist das, was man da auch nicht außen vor lassen sollte. Mhm. Weil so ein 3D-Effekt irgendwie sich vor die Augen zu kleistern, das gab es ja jetzt auch schon irgendwie in den 90ern. Das war zwar gröber aufgelöst und nicht texturiert, aber im Prinzip her gab es gröber aufgelöst war es definitiv nicht. Die Auflösung ist sehr gering. Die Auflösung ist gar nichts. Ich glaube, die Auflösung von diesem VX1 damals. Den hatte ich mal auf irgendeiner Motorradmesse auf. Ich glaube, der hatte auf jedem Auge 320 mal 180. Also mehr hat das auch nicht. Oder sowas. Hat das nicht 640 mal 480? Nee, kann sein, dass es 640 hat, aber wirklich viel ist es natürlich auch nicht. Ja, knallst du ordentliches Anti-Aliasing drauf, das geht schon. Nee, das ist ja auch nur die Developer-Version, ne? Ja, da gibt es auch momentan, glaube ich, noch nichts für so out of the box, ne? Das ist an die Developer raus. Also ich kenne auch jemanden, der das schon hat vorliegen, aber soweit ich weiß, gibt es jetzt noch keine Demos oder sowas dafür, oder? Nee, es hieß doch eigentlich mal, dass die Doom 3 BFG-Version out of the box für Oculus Rift optimiert sein sollte. 640 x 800 Pixeln, du teilst ja quasi ein 1280er-Display. Und das ist halt pro Auge dann 640 x 800. Ja. Naja, es ist definitiv eine lustige Technik. Vor allen Dingen zu einem wirklich erschwinglichen Preis, ne? Ja, und da gab es ja dieses Guillotine-Video jetzt letztens, wo sie jemanden wirklich hingelegt haben und das lag dann so wie jetzt bei Französischer Revolution, er saß in der Guillotine oder lag drin, hat sich so umgeguckt, ne, hat so auch den Korb unter sich gesehen, wo der Kopf reinplumpst, ne, und in dem Moment, wo das Fallbeil dann von oben kommt, hat auch noch jemand so schön in den Nacken gehauen, ne. Oh, die Typen haben sich total erschrocken. Aber oh Gott, wie gemein. Also, trotzdem, das, was ich gelesen habe, ist wirklich, dass wirklich die Mehrheit der Leute schreibt, es ist ein komisches Gefühl und viele Leute können es auch nicht lange machen, ne. Ja, überleg mal, so Spiele wie damals Descent, da wurde man ja schon schlecht, ohne dass es 3D war und mein Auge getrackt worden ist. Das kann ich ja gar nicht mehr spielen damit. Also man muss sich nochmal vor Augen halten, was ja dann, vor Augen halten, tolle Überleitung, oder? Dieses Head-Tracking im Grunde, das ist, was da den großen Unterschied macht, weil ich kann mich auch nah vor einen Monitor setzen, dann habe ich auch ausfüllendes Blickfeld, ne? Aber dieses sich unabhängig von der Steuerung mit dem Pad innerhalb des 3D-Raumes mit dem Kopf umgucken. Und genau das ist, glaube ich, das, was den Unterschied macht. Und genau das ist aber momentan bei vielen dieser Demos das Problem, weil nämlich gleichzeitig diese Blickrichtung ja auch die Richtung ist, wo du dich hinbewegst. Und das kann jeder mal mit seinem Smartphone ausprobieren, der ein aktuelleres Modell hat, wo ein halbwegs gutes Accelerometer drin ist. Dann kann man sich mal irgendwelche Apps runterladen, die das unterstützen, weil das ist zwar augenscheinlich, wenn du das so als Display in der Hand hast und rumhältst, das ist sehr genau. Aber wenn du es direkt vor Augen hast, dann finden so ganz leichte Differenzen dazwischen statt, die dein Innenohr nicht verarbeiten kann. Und das ist wahrscheinlich dann wirklich das Problem, was bei vielen Leuten dann den Brechreiz auslöst. Mhm. Aber spannend finde ich das total. Und wenn man tatsächlich auch alles an vollmundigen Versprechungen liest, was die für die Consumer-Version dann herausgegeben haben, da ist eben nicht zuletzt die höhere Auflösung und sowas. Das ist schon sehr, sehr cool. Also, wobei ich es nach wie vor befremdlich fände, wenn irgendjemand im Wohnzimmer so da rumsitzt, ne?
Wobei, aber selbst da sagen sie ja, das soll ja irgendwie so einen Modus irgendwie haben, dass man seine Umgebung wahrnehmen kann, dann mehr oder weniger, dann man nicht komplett abgeschottet, dann ist, wenn man noch Kopfhörer auf hat und so weiter. Google Glasses. Ja. Mhm. Das ist komisch. Ja. Wir leben in der Zukunft und ob das alles immer so gut ist. Ich sag nur Black Mirror, erste und zweite Staffel, kaufen, angucken, genießen und dann nie wieder mit solchen Geräten zu tun haben wollen. Ja, danach ist man auf jeden Fall ein bisschen mehr geerdet und stellt so ein bisschen die Metaebene davon in Frage. Absolut. Absolut. Deshalb mache ich ja nichts mehr Digitales außerhalb meiner Arbeit. Ich könnte jetzt noch mal einen leichten Rant auf Windows 8 loslassen, beziehungsweise eigentlich eine Enttäuschung, weil ich habe mich dadurch ja jetzt wirklich einen Monat fast nur mit Windows 8 auseinandergesetzt und bin ja großer Fan von der Optik von dem Ganzen. Also ich mag diesen Stil. Ich habe mir aber wirklich auferlegt, so, ich möchte jetzt diese Windows 8 Apps auch benutzen. Das heißt, wenn ich Skype benutze auf dem Ding, dann will ich auch die Windows 8 Version benutzen und nicht die für den Desktop, die man sich ja auch noch installieren kann. Mhm. Ich wollte die Twitter-App benutzen. Ich wollte die Mail-App benutzen. Und also man eckt leider an so vielen Punkten an, wo ich mir nur an den Kopf fasse und denke, warum? Warum zur Hölle? Ich spiele zum Beispiel im Moment ab und zu ein bisschen Guild Wars 2 und jeder, der das schon mal gespielt hat und den Standort gewechselt hat, weil ich aber den mobilen Rechner und sowas, dann bekommt man so eine Mail von ArenaNet, wo man dann auf einen Link klicken muss, dass man sagen muss, ja, ist noch mein Account, ich bin nur in einer anderen IP jetzt. Jetzt wäre es total schnafte, wenn man innerhalb des Mail-Programms von Windows 8 den Link auch anklicken könnte in der Mail. Geht aber nicht. Okay. Muss man rauskopieren. Hm. Und da frage ich mich halt so, what the fuck? Oder auch eben das Skype-Programm. Ja, ich weiß, es wird permanent verbessert, aber ich kann halt nur bewerten, was ich gerade vor Augen habe. Und warum kann ich bei dem Skype-Programm keine Gruppenkonversation aufmachen? Warum interessiert er sich nicht für das Ducking, was ich dann global im System einstelle und sage, nein, ich möchte nicht, dass mein Spiel leiser wird, wenn ich was sage? Interessiert sich das Windows 8 Skype nicht für? Also auch diese Foto, nee, genau, die Wetter-App habe ich noch probiert, weil ich dachte, so, guck mal, Wetter hier, kann da was. Also die Wetter-App ist eine bedienungstechnisch dermaßen fürchterliche Katastrophe, das geht auf keine Kuhhaut. Und das ist so dermaßen schade. Wirklich, also ich bin da wirklich, ich schwöre es. Ich weiß, ich bin immer als total negativ und so verschrien. Aber ich bin da super neutral rangegangen. Ich hatte da richtig Bock drauf. Ich habe gesagt, schön, dass du jetzt mal hier einen Rechner hast, auf den du nicht angewiesen bist. Weil so ein Gaming-Rechner, ne, da muss ich nicht dran arbeiten. Wenn der Fratze geht, ist mir egal. Jetzt kannst du das wirklich mal ganz in Ruhe auf dich wirken lassen. Und ich wollte es so gerne, weil ich das so schön finde, dieses Startmenü, wo ich einfach nur all meine Spiele jetzt drauf habe. Ne? Nicht dieses krümelige und Start, Spiele, bla, sondern ich habe auf dem Fernseher groß einfach alle Spiele nebeneinander als Kacheln, da klicke ich drauf, sie starten und ich komme mit dem Desktop fast gar nicht mehr in Berührung. Aber wenn man halt mehr damit machen will, als diese monothematische Sache, dann scheitert man leider an so vielen Stellen. Vor allem auch, ne, aus guten alten Zeiten kann Micha sich daran noch erinnern, Klickflächen deutlich zeigen. Das ist ein Drama, wirklich. Du denkst irgendwann, du hast es durchblickt und denkst, ach, alles, was farbige Schrift ist, ist klickbar. Nein. Also es ist wirklich, wirklich schade. Ich bin echt mal gespannt und freue mich auch darauf, was die mit diesem Windows Blue oder Windows 8.1 rausbringen. Ich hoffe, dass es ein kostenloses Update sein wird. Ja, wenn das alles ist, sorry, aber tschüss. Nein, da wird schon mehr sein. Also hoffst du? Den Startknopf vermisse ich inzwischen schon fast nicht mehr. Also der ist sicherlich für so Umsteiger, die es nicht erklärt bekommen, wichtig. Ja. Wobei es auch sehr, sehr, sehr bezeichnend war, dass das Erste, was dir entgegenspringt, als ich dieses Notebook ausgepackt habe, also ist übrigens ein Acer, ich machte die Packung auf und mir flog ein Zettel entgegen. Das Startmenü finden Sie übrigens, wenn Sie mit dem Mauszeiger unten links in die Ecke fahren. Ernsthaft? Ja. Und immerhin schreiben sie. Aber immerhin. Das ist kein Zettel von Microsoft, wohlgemerkt. Ne? Es ist wirklich so ein handgedruckter, nochmal ebenso reingefritzelter, wahrscheinlich von der Seite ins Zu-Paket reingesteckter Zettel, weil ich schwöre dir, dass da irgendwie 90% der Support-Anfragen wahrscheinlich tagtäglich sind. Meine Rechner, und das Runterfahren. Runterfahren muss wohl extrem kompliziert sein. Das Runterfahren ist, du wirfst den Mauszeiger oben in die rechte Bildschirmecke, dann kommen diese, wie heißen sie? Severin weiß es. Severin wird es gleich im Chat schreiben, hat er letztes Mal schon gemacht, als ich nicht wusste, wie sie heißen. So Icons irgendwie am rechten Bildschirmrand kommen dann raus, dann gehst du auf Einstellungen, dann auf ein aus und dann auf herunterfahren. Okay, ja, ist doch logisch. Also ich meine, so macht man das in aktuellen Systemen.
Also das ist, ja, ich schalte einen Rechner zu 90% in den Standby, alles okay, drücke ich auf den Power-Button und gut ist. Oder klappe ihn einfach nur zu. Mhm. Aber nee, also da sind wirklich leider so viele dämliche, komische Ideen drin, die ich nicht nachvollziehen kann. Im Chat schreibt Wampe gerade Charm-Buttons? Ja, Charms, genau. Charms hießen sie. Danke, Wampe. Danke, Severin. Charms. Also wirklich, ich bin da. Ich hoffe, das kommt auch gerade rüber. Ich bin nicht frustriert, ich bin traurig. Ich finde das so schade, weil die Idee von der Optik, die viele von den, wie man etwas bedient, dieses seitliche Scrollen, das finde ich so schön und so toll. Aber da sind so viele Kinderkrankheiten drin, die einfach nur traurig sind. Ich hoffe, dass die es durchstehen, dass die den Atem haben und auch die Chance kriegen, das mal ausbügeln zu können, davon eine vernünftige Version rauszubringen. Insofern hoffe ich mal, dass dieses 8.1, was dann irgendwann im Laufe des Jahres rauskommt, A, ein kostenloses Update ist und nicht nochmal Geld kostet, und B, auch diese ganzen doofen Sachen ausbügelt und da mal was Vernünftiges draus macht. Mhm. Kostenlos war auf jeden Fall nicht mein Kinoabend gestern. Ich habe gestern endlich Iron Man 3 gesehen. Hast du den gesehen, Carsten? Noch nicht. Ich wollte mir den im Double Feature mit Star Trek Into Darkness angucken. Ach, das war tatsächlich. Die Wahl war, den einen oder den anderen eben gucken, Star Trek oder Iron Man. Und wir haben uns dann für Iron Man entschieden. Das ist tatsächlich, also wenn ein Film den Titel Popcorn Comic-Verfilmung verdient, dann diese. Also er ist tatsächlich unglaublich unterhaltsam. Also dann auf jeden Fall besser als Teil 2, ja? Hat mir besser gefallen als Teil 2, ja. Ja, aber Teil 2 war halt der Absturz zu Teil 1. Ja, genau, eben. Also groß, ich glaube, der hat mir sogar besser gefallen als Avengers. Ich weiß, das hört mich ja jetzt nicht gerne, aber ich fand ja so gerade die zweite Hälfte von Avengers sehr... Naja. Seid ihr noch da? Nein, wir haben dich rausgeschmissen. Peinliche Pause. Nein, das ist keine peinliche Pause, das ist eine... verachtende Pause. Und die Star Trek im Chat lese ich gerade, er ist super, ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe sehr viel Gemischtes gehört, habe ich aber auch zu Iron Man auch, aber wie beim ersten Star Trek, den ich sehr gut fand, ja, trotz aller Bashes von den Hardcore-Trekkies, zu denen ich früher definitiv zählte, aber ich fand den trotzdem super. Also, und ich habe aber jetzt auch sehr, sehr gemischte Urteile über Into Darkness gehört und kann man eigentlich nichts sagen, weil mit jedem Satz würde ich was spoilern. Und ich habe auch versucht, mich so weit es geht abzuschotten. Aber ganz habe ich es leider nicht geschafft und ein bisschen wurde ich gespoilert. Trotzdem freue ich mich echt auf den Film. Muss ich mal diese Woche reingehen. Allerdings, aber das Problem ist natürlich wirklich, je nachdem, mit wem du darüber redest, ob es jetzt der Hardcore-Star Trek-Fan ist, für den ja überhaupt die Tatsache eines Reboots, Remakes schon ganz, ganz grausam ist. Die Leute, die auch sagen, dass William Shatner ein großartiger Schauspieler ist und sowas. Hallo, der hat den besten Polizisten aller Zeiten gespielt. Mhm. T.J. Hooker, ja. Oh Mann. Nee, ich fand das Reboot auch unterhaltsam. Also mit Sicherheit jetzt nichts, also es ist keine Reihe, auch als ehemalige riesiger Trekkie, die ich irgendwie als Religion jetzt irgendwie vergötter. Ich fand den unterhaltsam. Überleg doch mal, die alten Filme, das war doch auch genauso. Du konntest im Grunde sagen, es gab sehr viele schöne alte Filme, wo auch so... sehr viele scheiße alte Filme, ja. Genau, also du konntest im Grunde sagen, bis zu den neuen Filmen war jeder... ungerade Star Trek-Film war scheiße. Bis auf den ersten. Also 20-Minuten-Flug in den Nebel. Du musst das ganz anders sehen. Du musst den ersten aus einem historischen Kontext sehen. Klar, du, das allererste Mal auf der großen Leinwand mit Budget, das stimmt schon. Aber dann sagen wir mal, der wäre auf jeden Fall, der ist am schlechtesten gealtert. Den kannst du eigentlich kaum noch gucken. Teil 2 ist großartig, Teil 3 war wieder so ein Mischmasch, 4 war großartig, 5 war ganz strange, 6 war grandios, 7 war das Shatner-Ding, 8 war wieder großartig und danach zähle ich nicht mehr. Aber Teil 4 ist ja so eine Geschichte, wenn man jetzt mal tatsächlich wirklich objektiv guckt, dann ist dieser Film kompletter Quatsch. Aber er hat eh Charme. So, und transparentes Aluminium. Und das ist genau, oder auch mit der Maus, mit dem Computer und so. Hallo. Computer. Das sind tatsächlich aber die Punkte, wo ich sage, jeder, der jetzt sich über den Reboot aufregt, soll sich einfach den vierten Teil angucken. Wie schön sowas sein kann, wenn man einfach mal nicht alles mit der Lupe untersucht und nicht sofort jede Unstimmigkeit umdreht und kritisiert und sowas. Also, Ich höre halt immer diese Meldung, das ist nicht mehr im Sinne von Roddenberry und der Charakter ist nicht mehr da. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich glaube, von den Nachfolge-Fernsehserien, da ist ja zum Beispiel Deep Space Nine ist ja eine Serie, die sehr gut abschneidet bei den richtigen Trekkies immer. Und ich behaupte, das, was bei Deep Space Nine gelaufen ist, ist unglaublich weit davon entfernt von dem, was Roddenberry sich jemals gedacht hat. Also, könnte ich mir vorstellen. Aber es war noch alles in Kanon.
unter Star Trek-Fans gilt ja, glaube ich, Wrath of Khan als der beste. Das ist der zweite, ja, ja. Der zweite und der sechste. Aber die, also der sechste geht. Der sechste war Undiscovered Country? Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Das sind auch beide, was filmisch angeht, finde ich die beiden auch am interessantesten. Was filmisch angeht? Filmisch, also diese, ne? Mit Schaf. Weißt du? Im Chat ist gerade ein wunderbares Wort gefallen von Eike Frohwein. Was Altersmilde. Denn? Altersmilde ist gut, ja. Ein großartiges Wort, dankeschön. Das ja, aber zwei und sechs, also sind zumindest meine Lieblingsfilme. Mhm. Ja, also den habe ich noch nicht gesehen, da freue ich mich aber auch tatsächlich drauf. Ansonsten habe ich nur so Nerd-Sachen für die Leute, die diesen Podcast jetzt zeitnah hören. Jetzt am Samstag, dem 18. Mai, kommt das Staffelfinale von Doctor Who. Das wird großartig. Also gefühlt besteht ja für mich in meiner Wahrnehmung, die ich ja nur über dich bekomme, Doctor Who permanent nur aus Staffelfinalen, Sondereditionen und ist ja tatsächlich Neustarts. Auch so. Du weißt, es ist eine englische Serie und englische Serien haben im Gegensatz zu den meisten normalen Free-TV-amerikanischen Serien keine 24 Folgen, sondern irgendwo zwischen 6 und 13. Oder 3, wie bei Sherlock. Oder 3, wie bei Sherlock. Und bei was Black Mirror eben. Ja, ja, genau. Und deshalb ist es logisch. Also traditionell gibt es immer irgendein Weihnachtsspecial. Das kommt aber auch nur einmal im Jahr eben, weil es eben Weihnachten ist. Dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen was Besonderes. Dieses Jahr ist 50-jähriges Jubiläum der Doctor Who-Serie und da gibt es eben im November nochmal ein 50-Jahres-Special. Aber die reguläre Staffel, also eigentlich ja sogar nur die zweite Hälfte der Staffel, ne, endet jetzt am Samstag und das wird toll. Und für die Leute, die vielleicht auch noch gedruckte Buchstaben lesen können, eine andere Serie, die es auch schon seit unglaublich langen Jahren gibt, nämlich die Perry Rhodan-Serie, hat jetzt einen neuen Zyklus angefangen mit Heft 2700, muss man sich auch mal reinziehen, 2700 und das Heft ist von Andreas Eschbach geschrieben. Also quasi Gastromanautor als Auftaktschreiber, liest sich verdammt gut. Setz ihn mir kurz in Kontext. Was, Andreas Eschbach? Ja. Jesus-Video. Aha. Okay. Ausgebrannt. Billionen Dollar, bla. Der 6 Millionen Dollar, Mann? Nein, der nicht. Grandiose Serie. Ja. Der Mann aus Atlantis. Nee, auch nicht. Oh, ja. Die lame. War nochmal das Geräusch, wenn die gelaufen sind? Ja, das war so ähnlich, ja. So ein Zeitdubling, so. Kennt ihr das von Family Guy, wo eine Frau am Strand vergewaltigt wird und dann kommt Aquaman und taucht so auf und dann sagt sie, Aquaman, hilf mir. Und er steht da im Wasser und sagt, lass das, aber man kann halt nicht rauskommen. So was zum Thema, ist jetzt eine gute Parallele zum Mann aus Atlantis, der allerdings rauskommen konnte, aber. Sehr gut. Das aber ist mir aufgefallen, dass in diesen ganzen alten Serien, wo es waren ja mehrere, die irgendwie dieses Geräusch hatten und die diese Zeitlupe benutzt haben, auch bei dieser Hulk-Serie, die haben immer Zeitlupe benutzt, um Schnelligkeit zu zeigen. Mhm. Das ist unfassbar absurd. Und das ist mir schon als Kind aufgefallen. Aber es hat aber funktioniert. Also bei mir hat es. Also ich dachte, du hast früher immer gedacht, du bist super schnell. Ja, genau. Ja, nee, war schön. Ja, diese Hulk-Serie. Oh Gott, naja. Ja. Nee, war schön, ne? Was heute? Achso, ja, herzlich willkommen zur 61. Folge. Nein. Genau. Neben Altersmilde haben wir jetzt auch noch Altersdemenz. Das sind erst Altersmilben, die hier irgendwo reinschießen. Hirnmilben. Das ist immer hinterm Ohr oder im Bart. Ja, die Altersmilben hier wieder rausschütteln, so. Uah. Altersmilde ist aber ein schönes Wort. Ich finde, das sollte man grundsätzlich, wenn irgendwelche Filmzeitschriften oder Filmwebseiten, die sollten immer bei solchen Sachen das im Ranking noch Altersmilde. Willst du dir die Domain nicht holen? Die ist frei. Altersmilde.de? Ja, ich glaube schon. Ich habe doch schon Seniorenwindel.de, da brauche ich doch nicht mehr. Nein, habe ich nicht. Ich besitze weder Seniorenwindel, noch habe ich diese Domain, um das direkt jetzt mal auszuschließen. Ich poste übrigens jetzt gerade mal im Chat, ich habe ihn nämlich gerade eben noch gefunden, das Video von diesem Cyborg-Vortrag. Mach das doch mal. Das finde ich übrigens sehr interessant. Aber wir kommen auch zum Ende. Wir haben fast 90 Minuten wieder voll gemacht und die Hosen. Und womit wir wieder bei der Alterswindel auch. Werden. Natürlich, da sind wir wieder da. Und ich denke, das muss für einen Auftakt nach langer, langer Zeit wieder reichen. Ich habe es angekündigt, nächste Mal bei der nächsten Woche gibt es einen monothematischen Cast rund um neue Konsolengenerationen und alles überhaupt. Ich habe es angekündigt, Daniel von I Know Your Game und der Mann, der sich Rainer Schauder nennt, sind dabei. Also zwei Kenner der Gaming-Szene, nicht so wie wir, die ja überhaupt keine Ahnung haben, die ja, keine aber Ahnung wir, haben. Wir sind Gute. Wir sind Gute, aber wir sind Gute, ja, stimmt. Also wenn auch ihr Gute sein wollt, dann seid auch beim nächsten Mal dabei. Die kann doch 200 Millionen G-Flops mehr berechnen, das muss doch besser sein.
meine Popacke ist eingeschlafen, mach Ende hier. G-Flops sind das diese Schuhe, ne, im Sommer, die man so anhat, wo die Zehen so rausgucken. Genau. Ja. Das heißt die G-Flops. Gott, das war aber so schlecht jetzt. Ja, wo war ich denn dran? Die Verabschiedung. In diesem Sinne, also, wir sammeln tatsächlich schon Fragen. Also, wer im Forum angemeldet ist, Fragen posten bei Facebook, bei Twitter. Carstens Mutter nimmt auch Post entgegen für uns. Die sammelt die. Also, nach Neuss fahren und vorbeibringen. Das funktioniert echt gut. Ansonsten, bis nächste Woche. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt mal wieder regelmäßig und öfter. Jetzt gibt es ja keine Ausrede mehr. Und ich will es versuchen beizubehalten, dass wir die Themen der monothematischen immer so eine Woche vorher schon haben, oder zwei Wochen am besten, damit man sich darauf einstimmen kann. Und dann frage ich natürlich auch euch, ob ihr dabei sein wollt. Denn ich weiß, wenn wir irgendwelche intellektuelle Themen aus der Welt der Milben, Sporen und Schimmelpilze haben, dann fragen wir Carsten. Wenn wir Themen haben, die tatsächlich eher unter der Gürtellinie sind. Und hallo Sven, du bist auch wieder dabei, wenn du möchtest. Dankeschön. Das war der Quapcast. Obwohl, man darf ja nicht mehr Quapcast sagen, habe ich mir gerade sagen lassen, weil Podcast mit Cast am Ende sind ja. Was wolltest du noch sagen? Was behalten wir? Ach nee, Moment, das war eine andere Sendung. Genau. Tschö, macht's gut. Tschö. Auf Wiedersehen.